So, jetzt müsste es laufen. Und dann gehen wir mal nochmal auf wesentliche Punkte ein. Ich habe gerade jetzt in dem letzten Selbstgespräch, hat einige Geistesfunken im wahrsten Sinne des Wortes begeistert. Und es geht wirklich um diese einfache Erkenntnis. Zuerst einmal, was ist hundertprozentig sicher? Und auch hier sage ich vorneweg, ich erkläre es jetzt nur dem, der sich jetzt dieses Video ausdenkt. Du bist der Einzige, wirklich der absolut Einzige, der das verstehen kann. Und das ist zu dem, den ich sage, du bist eigentlich ich. Das ist der, der sich alles ausdenkt. Wir können das einmal einfach setzen als träumenden Geist. Und die ganzen Missverständnisse, die sich aufbauen, bauen sich aufgrund des Intellekts auf, den du zum Denken benutzt. Und man muss die Grundmetaphern einfach irgendwann einmal akzeptieren. Ich kann es nicht oft genug sagen, das, was du jetzt hören wirst, kannst du Schritt für Schritt nachvollziehen. Das ist 100% sicher. Und alles, was du bis dato, das heißt bis zu dem Punkt, der wird jetzt sein, dass du die wichtigsten Grundlagen, und die sind sehr einfach zu verstehen, wenn du dir mal installiert hast, dass alles, was du bis dato als 100% sicher angesehen hast, dieses alles reduziere ich jetzt auf 99%. Ich sage das immer wieder. Es ist mir ein leichtes, das heißt, es ist für dich eigentlich ein leichtes, wenn dein Bewusstsein in dir wach wird, dir selbst zu beweisen, dass das nur Hirngespinste sind, die du nicht einmal überprüfen kannst, wenn du wolltest. Ja. Ja. Es beginnt damit, dass du zum Beispiel sagst, ich wurde von meiner Mutter geboren. Du musst dich darauf einlassen. Wenn jetzt irgendein Ego in dir drin ist und sagt, das ist ein absoluter Blödsinn, dann mach dir jetzt erst einmal bewusst, an was denkst du, wenn du ich denkst. In deinem Alltagsunbewusstsein, ich nenne das einmal so, denkst du nur an den aktuellen Körper und dann wird dieses Körper, sinnlich wahrgenommene Körpergefühl in dir auftauchen. Dieser Körper existiert hundertprozentig sicher nicht. Ich drücke es anders aus. Diese Information, die du, Geist, dir anschaust, die du erlebst, die du sagst, ich, du denkst an deinen Körper, dann kriegst du ein sinnlich wahrgenommenes Körpergefühl. Das existiert hundertprozentig sicher nicht, wenn du nicht an den Körper denkst. Das heißt, dieser Körper existiert hundertprozentig sicher nicht, wenn du nicht an ihn denkst. Von dem Gehirn und den Augen und so weiter müssen wir jetzt gar nicht reden. Bevor du das nicht akzeptierst, wirst du leiden. Und ich betone das mit Nachdruck, bis in alle Ewigkeit leiden, bis du anfängst selber zu denken und nicht nur geistlos Vorstellungen aufzubauen, die du vom Hörensagen kennst, wo dein Ego sagt, das ist hundertprozentig sicher, weil du nie gewagt hast, das in Frage zu stellen. Genau. Es ist ein Spiel, das spielst du ganz alleine mit dir. Du hast es in der Hand. Das ist unsere Metapher, erweitern wir jetzt, haben wir ja zweimal gemacht, ich sage einmal, wir denken uns jetzt bewusst und träumen den Geist aus, dann ist dir dieses Spiel, das nur in dem Kopf, in dem roten Kopf nenne ich jetzt das, weil der blaue Kopf, an den du denkst, wenn du an deinen Kopf denkst, der nur existiert, wenn du an ihn denkst, ist dann ein ständiger Wechsel von Bildern, wie wenn du einen Film anschaust. Und die Grundlage von der tieferen Ebene ist ein Wissen, dass wie eine Datei alles gleichzeitig da ist, alle Bilder alle gleichzeitig da sind, wo du immer nur einzelne Facetten heraushebst, die umgewandelt werden. Und die zweite Metapher dazu wäre der Computer, die Computermetapher. Das führt uns ja jetzt in dieser modernen Darstellung in die Matrix. Und ich will jetzt mal zwei, das ist, das sich klar zu machen, dass nahezu alles wegfällt, zu sagen, ich wurde von meiner Mutter geboren. Ich sage immer wieder, das, was du jetzt denkst, wenn du an dich denkst, wurde mit Sicherheit nicht von deiner Mutter geboren. Ich glaube nicht, dass die einen erwachsenen Menschen zwischen ihren Beinen rausgequetscht hat. Aber du kannst ja dann zum Beispiel auch sagen, ja, da war ich ein Baby. Dann denkst du dich jetzt als ein Baby. Das verändert nichts an dem, der sich das ausdenkt. Das verändert sich nur deine Information. Einfacher kann man es doch gar nicht ausdrücken. Nein. Das heißt, wenn ich in diesen Worten auf der Bröselebene von Brösel zu Brösel reden würde und ich höre von anderen immer, das stimmt nicht und ja, aber und er will es nicht wahrhaben, dann ist es wirklich nur eine vergängliche Erscheinung in einem Traum, ohne einen Hauch, einen Kontakt oder ein in der Esse Bewusstsein zu dem, was es selbst ist oder was der Sinn des Lebens ist. Ja. Egal wer es ist, das sind jetzt ganz einfache Worte. Ich bin, der ich bin. Beweise liefere ich auf 25.000 Seiten.
Und ich sage immer wieder, das geht jetzt nicht um Gedanken, Udo, den du dir jetzt ausdenkst. Das ist genauso ein Gedanke von dir wie alles andere auch. Es ist kein Unterschied, ob du an eine Maus, an ein heliozentrisches Weltbild, an den Udo, an den Jesus, an Einstein, an Dolph, an Hitler denkst. Es ist einfach nur eine momentane Information, eine Form der 200 Gramm rote Gnete, wie ich das immer nenne, die mit dem nächsten Gedanken schon wieder zerstört wird. Im letzten Selbstgespräch habe ich gesagt, ich erkläre dir, was ich jetzt bin. Ich bin jetzt eine Information von dir. Entweder als Pixelmännchen oder als Gedanke an den Udo Petscher. Und ich erkläre dir, wer ich bin. Ich bin der, der dich das jetzt denken lässt. Mhm. Jetzt musst du aber wissen, dass du auch nur ein Gedanke bist, wenn du an dich denkst, körperlich, bröselmäßig, wie ich das nenne. Und du bist der, der sich jetzt den Udo und sich selbst und die Dion und den Redo ausdenkt. Abhängig, wer du jetzt zu sein glaubst, wenn du an dich denkst, wirst du an einen ganz bestimmten Körper, an einen ganz bestimmten Menschen denken, aufgrund eines ganz bestimmten Programms, eines bestimmten Intellekts, den du dir nicht raussuchen konntest. Und jetzt stehst du praktisch als rotes Ich zwischen mir, JCHICH. Das war ja diese schöne, jetzt den letzten Eintrag, wo ich gemacht habe, dieses Jesus-Spruch. Wo ich dann noch definitiv sage, als Jesus bin ich nicht in meinem Namen gekommen. Jetzt als UB bin ich in meinen Namen gekommen. Was in keinster Weise dem Brösel den Gedanken UB in irgendeiner Form besser macht. Ich sage immer wieder, ich betone, jetzt muss ich ganz kurz aufmachen. Jetzt ist er da. So, das musste jetzt sein. Ich habe es ja prophezeit gehabt, merkst du? Genau. Das verstehen jetzt Insider, verstehen den Witz. Es ist also definitiv so, dass das einfach so klar ist. Wir reden von dem, was hundertprozentig sicher ist. Und da ist ja dieser Jesus-Spruch, ich bin nicht in meinem Namen als Jesus da, sondern als UB. Um das nochmal zu unterstreichen, Entschuldigung. Und jetzt machen wir mal einige Sachen. Es geht um die Worte, aber wir bleiben in dem einfachen Bereich. Und zwar, bevor ich jetzt anfange, hier in ein Video reinzuspringen, schauen wir uns mal nochmal die Sache mit dem Richten an. Mhm. Und so für die Richter, wenn du hast, das Richten und das Urteilen, all das findest du in den Selbstgesprächen in Hunderten. Es ist definitiv ein Problem eines weltlichen Richters, besteht darin, dass er urteilt und richtet, und zwar einseitig. Und wir haben jetzt unsere Aufbau, 2 Seiten, 4 Seiten, 8 Seiten, 16 Seiten, die ich immer wieder anspreche. Ich bleibe aber beim Richten, wo das Problem ist. Jeder weltliche Richter braucht zuerst einmal ein Gesetz, an dem er sich hält. Es ist kein Unterschied, ob du ein Nazi-Richter bist, der DDR-Richter oder Richter der Bundesrepublik Deutschland. Du hast ein Gesetz, ein Regelsystem, ein weltliches Regelsystem, an dem du dich hältst. Und jetzt hast du nur die Möglichkeit, entweder jemanden schuldig zu sprechen oder frei zu sprechen. Der ist entweder schuldig oder der ist unschuldig. Und ich weise immer wieder darauf hin, dass sobald wir 2 Seiten haben, brauchen wir diapositiv, diapositiv, ich könnte auch sagen Patrize, Matrize, genau eine Spiegelung dazu. Und dann wird Folgendes passieren, wenn einer schuldig gesprochen wird, gibt es wieder 2 Möglichkeiten. Er kann schuldig sein, wenn er schuldig gesprochen wird, er kann aber durchaus auch unschuldig sein. Da gibt es genügend Beispiele in deiner Traumwelt. Ja. Wenn er freigesprochen wird, kann er durchaus schuldig sein. Er kann aber auch, obwohl er schuldig ist, aus Mangel an Beweisen freigesprochen werden. Mhm. Und dann haben wir die 4 Seiten. Ja. Mhm. Und jetzt der 5., was bei die 2 bezogen, der in der Mitte wäre, das ist das, was der Menschheit vollkommen abgeht, dass das vollkommen gleichgültig ist. Mhm. Die 2 Seiten, der Wellenberg und das Wellendal, die Krankheit und die Gesundheit, das Arm und das Reich, der Sonnenschein und der Regen, meine einfachen Metaphern, Tag und Nacht, ist vollkommen gleichgültig, es steht sich bloß gespiegelt gegenüber. Mhm. Was will ich dir damit sagen, dass mit dieser großen Erkenntnis ist niemals irgendjemand, den du dir ausdenkst, daran schuld, dass du ihn jetzt denkst und dass du ihn dir genauso denkst, ihn genauso träumst, wie du ihn träumst. Und ein Computer als träumenden Geist gesetzt, ist in keinster Weise daran schuld, dass er von Moment zu Moment genau dieses Bild oder diese Töne wiedergibt oder dieses Bild aufschmeißt, das ihn das Programm im Arbeitsspeicher aufzwingt. Mhm.
Absolut. Das ist absolut. Und wenn jetzt der Geist ins Spiel kommt, das Bewusstsein ins Spiel kommt, ich nenne das auch die rote Liebe, dann muss ich, egal wer es ist, jeden, den ich mir ausdenke, den ich ja in dem Moment, wo ich ihn mir ausdenke, in einem gewissen Maß freispreche, aus mir herausdenke, freimache aus dem Innersten für einen kleinen Moment, bis ich ihn nicht mehr denke, dann fällt er wieder zurück. Da kann man jetzt wieder vier Seiten machen, da gehe ich jetzt aber nicht, ob das positiv oder negativ ist, ist wieder eine Auslegungssache. Genau. Was hier wichtig ist, schlichtweg und einfach zu sagen, ich bin schuld, ich nehme alle Schuld auf mich und ich vergebe dir. Und ich hoffe, dass du, wenn du ein Geist im Hintergrund bist, mir vergibst, dass ich dich so denke, wie ich dich jetzt denke, weil ich kann nichts dafür, ich kann mir es nicht raussuchen. Das ist Bewusstsein. Das heißt, die Gnade ist in der weltlichen Gesetzgebung vollkommen gestrichen. Selbst die ganzen religiösen Menschen, dieses Vendetta, die Rache, das ist demonstrierte Boshaftigkeit. Was ist mit Begnadigung? Kann irgendwer, den du dir jetzt ausdenkst, und dir muss klar sein, in dem Moment, wo du eine Zeitung liest, in dem Moment, wo du ein Buch liest und aus Worten, die du jetzt optisch auf der Farbbrille hast, egal in Form eines Monitors oder eines fetzen Papiers oder aus Geräuschen, sind ja auch Worte, letzte Selbstgespräche, die du jetzt hörst, gleichgültig, ob die sinnlich wahrgenommen sind oder ob die einfach in dir auftauchen. Das ist ja das Verrückte, wenn du ein zurückgetretenes, reines Bewusstsein bist, rot geschrieben, ich spreche jetzt von etwas, was gar nicht existieren kann, der wertfrei nur schaut, was jetzt da ist. Und ich sage immer wieder, bei Holofeeling geht es nicht darum, was richtig und verkehrt ist, überhaupt kein Thema. Es ist immer wieder die Frage, ist jetzt eigentlich eine Welle, ein Berg oder ein Dall? Das sind so einfache Sätze, die zerstören dein absolut zerstört es jegliche Form von einseitigen religiösen Denken, von naturwissenschaftlichen oder esoterischen Denken. Die wird bewusst, dass die Figuren, die in dir in Erscheinung treten, alles vergängliche Erscheinungen sind, die davon keine Ahnung haben. Selbst wenn jetzt einer das erklärt, wie jetzt zum Beispiel der Udo, den du dir ausdenkst, der kann von dem, was ich dir erkläre, keine Ahnung haben, aufgrund dessen, dass wir reden von dem, was ewig ist, was ewiges Bewusstsein, ewiger Geist ist, was wirklich die Energie in der Einstein-Formel ist, aus der alles entspringt, die sich ständig in eine andere Form von Energie umwandelt, ohne sich selbst zu verändern, weil sie nichts und alles gleichzeitig ist. Diese Sätze alleine zerstören alles, was du bis dato geglaubt hast. Und allen voran auch dieser Wahn zu glauben, dass irgendein logisches Denksystem, das eine Vorstellung in dir aufbaut, in irgendeiner Form hundertprozentig sicher ist. Darum sage ich, denke jetzt, du wärst ein Computer, dann alles, was in dir auftaucht, ist, weil diese Logik im Anfang war, das Programm in deinem Arbeitsspeicher drin ist und dich zwingt, diese Vorstellungen aufzuschmeißen. Darum betone ich auch, Holofeeling ist in keinster Weise für irgendwelche Trockennasenaffen, die du dir ausdenkst. Auch nicht für den, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Und du bist hundertprozentig sicher, Geist, wenn du jetzt dieses Video anschaust und du den Udo, das Pixelmännchen, den Lautsprecher nennst, wie du es willst, wenn du jetzt diese Informationen wahrnimmst. Kannst du damit was anfangen? Darum ist auch diese Gerechtigkeit im göttlichen Sinn, es beginnt mit der Vergebung, das zu wissen, den ganzen Ärger, die ganzen Ängste, die du in dir aufschmeißt. Es ist immer eine erschaffene Angst eines fehlerhaften Wissens in Verbindung mit ich bin dieser Körper und du könntest den Körper verlieren. Weißt du, auf wie viele Selbstgesprächen, die du jetzt immer in einem ständigen Wechsel in dir aktivieren kannst, wo ich darauf hinweise, ist dir noch nie aufgefallen, dass der Körper nicht existiert, wenn du nicht an ihn denkst? Der ist doch schon weg, wenn du nicht dran denkst. Das größere Problem ist, dass der immer wieder hartnäckig auftaucht. Einmal hast du einen Körper, wo du dich gut fühlst drin, dann sagst du, ich bin gesund, dann quält er dich wieder, weil du Schmerzen hast. Du hast die Schmerzen, nicht der Körper. Gedanken haben keine Schmerzen. Und jede sinnlich wahrgenommene Information ist letztendlich bloß vier Stufen der Vergessenheit, nichts anderes wie ein Gedanke. Dein Zahn hat keine Schmerzen, wenn du Zahnschmerzen hast. Du hast sie. Und wenn du mit irgendwas sympathisierst, dann leidest du die Sympathie. Weil du an einer Einseitigkeit, an einer Unvollkommenheit leidest, obwohl du selbst die heilige Vollkommenheit bist für deinen Traum.
Als träumender Geist bist du das verbindende Parameter für alles, was du dir ausdenkst. Und jetzt kommt ein Satz, den ich sehr oft gesagt habe. Meine göttliche Gerechtigkeit besteht darin, dass ich dich jetzt, dich Geistesfunken, zum Richter über alles und jeden mache. Ich gehe noch einen Schritt weiter, zum Schöpfer für alles, was du dir ausdenkst. Und die Richtersprüche in Bezug auf ausgedachte Menschen, die du vollstreckst in Form, das ist ein Guter, das ist ein Böser, der ist gescheit, der ist blöd, was auch immer, der ist korrupt, kann ein Gedanke anders sein, wie du ihn denkst. Dass diese Richtersprüche, wenn du das unbewusst machst, die vollstrecke ich an dem, der du jetzt zu sein glaubst. Das heißt, du machst dir dein eigenes Leben zur Hölle. Und zwar bis in alle Ewigkeit. Und jetzt kommt es, dass ich sage, ich bin ein Wegweiser. Als Brösel UB, ob du dir den Menschen denkst, der ist vollkommen uninteressant. Was viel wichtiger ist, sind die Schriften, diese Holofilien-Schriften. Da kannst du die einfachen Sätze dir rausziehen, die ich immer wieder wiederhole in den letzten Selbstgesprächen. Und umso einfacher ich was mache, steht in unserem Thema Wellenberg, wenn dort es vollkommen symmetrisch abläuft, wächst natürlich auch die Komplexität. Und wenn ich jetzt sage, deine Welt ist ein Matrix-Programm, ein Computerprogramm. Im Anfang war das Programm, wo du nur einen kleinen Style-Bereich zum Denken benutzt. Das heißt, jedes Glaubenssystem ist ein gewisses Programm, das so gewisse Weltvorstellungen aufschmeißt. Mhm. Und deins ist eine Nichtigkeit, wo ich sage, das Wissen deiner Menschheit ist für mich eine Schimmelpilzkolonie. Das Wissen von einer Schimmelpilzkolonie, das klingt so unglaublich übertrieben, aber dir wird es immer klarer, wenn, sobald du die Vordersprache verstehst, wie tief dein sogenanntes Homo Sapiens-Wissen und dein Homo Sapiens-Denken ist. Es bleiben nach wie vor, solange du das erste und das zweite Gebot brichst, magst du dich, Geist, du ewigen Geist, du kleiner Gott, du Gotteskind, magst dich zu einem Affen. Warum? Weil du nachäffst. Das ist, dass ich immer wieder sage, ganz einfach, lass uns nur noch an das halten, was wir hundertprozentig sicher hier und jetzt überprüfen können. Ich habe das übrigens, jetzt werde ich wieder Brösel-Ebene, rede ich einmal in deiner normalen Logik, in wie vielen Menschen ich schon aufgetaucht bin als Udo, Hochintellektuelle, und wo ich dann zum Beispiel als Ansatz gesagt habe, dass wir erst gar nicht streiten, lass uns das mal wirklich nur von dem reden, über das reden, was hundertprozentig sicher ist. Und dann ist jeder sofort damit einverstanden, was er aber nicht weiß, dass 99% von dem, was er bisher als hundertprozentig sicher bewiesen angesehen wurde, vollkommen logisch für ihn, weil er so programmiert ist, dass man das nicht einmal überprüfen kann, wenn man wollte. Und dann kriegen die große Flatter und dann kommt in der Regel dir aus dieser KI nur Hass entgegen. Die stürzen vollkommen ab. Die reine Boshaftigkeit. Du weißt, wie oft ich darauf hingewiesen habe, du Geist, wenn du Holofilien länger studierst, meine Sache mit der Tasse. Dass ich nur mit dem Tassenbeispiel schon Leute innerhalb von 5 Minuten in einem Gespräch so abgestürzt sind, dass die mir die Zähne ausschlagen wollen. Bloß weil ich erkläre, es ist Blödsinn zu behaupten, Hände rechts, Hände links, und ich sage mir, setzen für die Tasse Politik oder Religion, ja, das kann man nicht vergleichen. Und damit 2, 3 Schritte noch weiter gehst, rasten die vollkommen aus, wie wenn eine Sicherung durchbrennt. Es ist die Demonstration von vollkommener Geistlosigkeit. So. Das war jetzt aber in der Vorwort, und jetzt schauen wir uns da mal ein bisschen was an. Wir gehen jetzt nochmal, jetzt denken wir uns einen gebildeten Menschen aus. Dazu tue ich hier mal den Bildschirm teilen mit Computer-Audio. Und zwar springen wir jetzt einmal rein in den hier. Thomas Campbell ist sehr in jetzt aus, immer dran denken. Alles, was du jetzt hörst, zast, bei Holofilien geht es nicht drum, ob was richtig oder verkehrt ist, das ist jetzt gar nicht das Thema, sondern was da ist, das ist jetzt dein Monitor mit diesem YouTube-Video, und was du dir darüber hinaus alles ausdenkst, erschaffst du. Und diese vollkommene Unwissenheit, jetzt können wir meinen, das ist ja, wenn eine oberflächlich hören, das ist ja wie Holofilien, das ist ein Physiker, der sich intensiv mit Leben beschäftigt hat und der hier als Physiker mittlerweile sagt, wir leben praktisch in einer Simulation. Aber da muss man sehr, sehr genau in die Worte reingehen, und dann merkst du, was für eine Geistlosigkeit hier geäußert wird. Obwohl man oberflächlich betrachtet meint, es geht darum. Und bei Holofeeling ist immer wieder, was ich gerade vergessen habe, fertig dazu zu sagen, das ist die große Erkenntnis, wenn ich sage, ich bin ein Wegweiser. Diese Holofeeling-Schriften sind ein Wegweiser. Ein Wegweiser schreibt dir in keinster Weise vor, wo du hinfahren sollst. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Mhm.
Das heißt, bei Holofeeling wird dir in keinster Weise erklärt, was du glauben sollst oder was richtig und verkehrt oder gut oder böse ist. Das ist bei Holofeeling nicht das Thema. Es geht einzig darum, was bin ich selber als träumender Geist, als Computer, der sich niemals verändert, wenn du träumst. Was sich verändert, ist deine Information, und der Computer verändert sich nicht, wenn du die Programme oder die Daten austauschst. Okay. Es ändert sich nur die Information, sprich das auf dem Bildschirm und was aus dem Lautsprecher rauskommt. Mhm. Wir reden hier vom Ewigen. Und jetzt fangen wir hier gleich einmal an. Und zwar habe ich da ein Stadtpunktgesetz 515. Wir gehen aber jetzt kurz an den Anfang, dass wir bloß die wesentlichen Stellen machen. Wir hören da ganz kurz rein. Ein bisschen größer. Sie und ich sind Avatare, die hier miteinander reden. Wir sind Avatare, aber der Geist, der das Gespräch konzipiert und verarbeitet, ist das Bewusstsein. So, das ist eine Aussage, wird jeder Esoteriker, der in dieser Schiene ist, wird sagen, okay, das ist in Ordnung. Sie und ich. Das heißt, das ist jetzt der Gedanke an zwei Brösel, an zwei Menschen, an zwei Trockennasenaffe, wir sind Avatare. Jetzt müssen wir uns mal anschauen, was bedeutet das Wort eigentlich. Und da wirst du jetzt schon merken, wenn dann die von einem Geist reden, dass das so wegleidet, ein ausgedachter Geist ist kein Geist und ein ausgedachter Gott ist kein Gott. Das sind zwar Namen, Symbole, so wie ich immer sage, ein ausgedachtes Nichts, das Wort Nichts ist nicht Nichts und das Wort Alles ist nicht Alles. Und Gott ist nicht Gott, sondern das ist ein Gedanke von einem Geist. Aber der Geist, der sich das ausdenkt, ist in dem Moment auch schon wieder ein Gedanke. Und du wirst jetzt, da sind wir so oft darauf eingegangen, in einen Bereich reingehen müssen, in einen Jenseits des Existierenden ist. Das ist das, was ich mit Rot symbolisiere. Wir schauen mal, was Avatar ist, und dann merkst du jetzt den Ganzen, da beginnt erst einmal Avatar im Internet. Da springen wir jetzt kurz rein. Halt, den habe ich schon offen. Avatar, maskulin, ist eine künstliche Person oder eine Grafikfigur, die einem Internetbenutzer in der virtuellen Welt zugeordnet wird. Deine Traumwelt ist eine virtuelle Welt. Eine künstliche Person ist ein Widerspruch in sich selber, ein Oxymoron, weil eine Person, eine Maske, prinzipiell was Künstliches ist und nichts Lebendiges ist. Das, was das Leben selber lebt, ist niemals eine Maske. Stimmt oder stimmt? Mhm. Das setzt schon wieder voraus, dass es eine nicht künstliche Person gibt. Mhm. Was aber gar nicht funktioniert. Die virtuelle Welt ist die Welt deiner Informationen. Gleichgültig, ob du das feinstofflich nur bewusst denkst oder ob das jetzt eine sinnlich wahrgenommene Information ist, das nennen wir mal virtuell. Wir können jetzt das Wort anschauen, das machen wir mal nicht. Beispielsweise in einem Computerspiel. Das, was du zurzeit erlebst, ist ein Computerspiel. Und jetzt wird hier noch erwähnt, das Wort leitet sich vom Sanskrit ab und bedeutet Abstieg. Was sich auf das Herabsteigen einer Gottheit in die irdische Sphäre bezieht. Da gehen wir jetzt mal in das Yoga-Wiki, da ist es noch etwas genauer beschrieben. Ein Avatar, da steckt übrigens der Vater schon mit drin, der Schöpfer ist der Vater. Ja. Wir können natürlich auch die Ava ist die Eva in einer Reihe lesen. Ja. Wollte ich nur erwähnen. Die Herabkunft, mach immer aus ab, AB, 1, 2 gelesen im Hebräischen, heißt Vater, da kannst du auch UB setzen. Ja. Ist eine Inkarnation des Göttlichen auf der Erde, die ohne karmische Zwänge erfolgt. Ja. Mit dem Ziel, die Menschen in ihre Evolution herausrollen, Revolution hineinrollen und spirituelle Entwicklung weiterzuführen. Die Menschen, das ist das große Problem, du kannst Menschen medim, hebräische Worte Enoshot, kannst du in keinster Weise in irgendeiner Form retten. Das sind blau gelegen, sterbliche Säugetiere, da sind wir tausendfach darauf eingegangen. Du kannst nur den Geist im Hintergrund des Avatar retten. Das heißt, wenn wir jetzt Videospiele machen, was ich oft gesagt habe, da muss man sehr wohl unterscheiden. Alles, was du wahrnimmst an Personen, sind virtuelle Erscheinungen, das sind Figuren in einem Traum, ob du an deinen eigenen Körper denkst oder an andere Körper denkst. Ja. Wichtig ist, da ist jetzt fast einmal ein Geist, das nenne ich den sogenannten Singleplayer-Modus. Da ist ein Bewusstsein, ein Geist, rot geschrieben, den wir uns jetzt ausdenken, der aber ein absolutes Nichts ist, die 200 Gramm rote Gnede, die alle Formen annimmt, das ist der träumende Geist. Und der verwickelt sich jetzt
mit einem Menschen, und es gibt mal wieder zwei Möglichkeiten, ist ihm das bewusst, wenn du jetzt bewusst, wenn du an dich denkst, weißt, ich erschaffe mich jetzt in meinem eigenen Kopf als eine Figur, eine Person unter vielen anderen Personen, die ich mir auch ausdenken kann, dann bist du ein Avatar. Wenn du nur Personen meinst, dass irgendwelche Personen hier um dich herum, dass die auch Avatare sind, das symbolisiere ich mit einem Singleplayer-Modus. Mhm. Das wird jetzt etwas komplex. Ich drücke es mal anders aus. Wenn wir jetzt skypen, da ist ein Geist, der denkt sich das jetzt aus. Wir haben jetzt aktuell in diesem Gespräch haben wir den Brösel-Udo, den wir uns ausdenken. Wir haben einen Redo, wir haben eine Diana und du denkst auch an dich selbst. Jetzt gibt es noch die Möglichkeit, dass du entweder glaubst, du bist der Udo als Avatar, du bist der Redo als Avatar, du bist die Diana als Avatar, oder wenn du jetzt bewusst an dich denkst und du weißt, dass der sinnlich wahrgenommene Mensch, der Körper jetzt, diese Person, die vor dem Computer sitzt und sich dieses Video anschaut, dass das genauso nur eine Information, ein Gedanke ist wie der Udo und der Redo und die Diana, dann bist du der Avatar. Mhm. Ja. Das andere sind nur KIs, die von dir erschaffen werden. Mhm. Ich betone immer wieder, wenn ich als Udo in dir in Erscheinung trete, der Mensch, die Figur, die Person Udo ist einfach nur eine Figur in deinem Traum, eine Information, wie jede andere Information auch. Genau. Es geht jetzt nicht einmal darum, dass du an eine Person denkst, du kannst auch an ein Haus, an einen Berg, an ein heliozentrisches Weltbild, an Atome, an grüne Massenmännchen, egal an was du denkst, das sind zuerst einmal nur Informationen, jeder Gedanke, jede Information wird mit dem nächsten Gedanken, mit der nächsten Information wieder zerstört. Das ist wichtig, sehr wichtig, wenn du dieser Mittelpunkt weißt, der zwischen JCH und dieser reinen Erscheinung, die du hast, in einem ständigen Wechsel steht. Mhm. Ich will dich ja in die Mitte reinführen. Das ist absolut, da gibt es auch nichts zu diskutieren, was ich dir jetzt erkläre. Du wirst merken, das Entheiligen von Worten, wo ich immer wieder darauf hinweise. Zum Beispiel das Wort Universum ist Selbsterklärung. Uni, das eine, das in sich selbst gekehrt durch Evolution herausrollen, Revolution hineinrollen, in einen ständigen Wechsel unterliegt im Hier und Jetzt. So. Jetzt springen wir hier mal rein und jetzt wird es natürlich etwas interessanter. Zuhören. Zu betonen, dass es sich hier um Wissenschaft und um logische Folgerungen handelt. Und nicht das ist schon, um zu betonen, dass es sich hier um Wissenschaft und um logische Folgerungen handelt und nicht um irgendwelche abstrusen Annahmen. Und nicht um irgendwelche abstruse Annahmen. Das ist, mit dieser Arroganz ist jeder normale, gläubige Mensch gewappnet. Ich nenne es einmal gewappnet. Ja. Weil in den Wappen des PPSFF, da stecken die Affen schon mit drin. Dir muss klar sein, dass egal, wen du dir jetzt auftauchst, wenn in dir einer auftaucht, und das ist, die Menschen haben im Hintergrund jeder für sich einen eigenen Intellekt. Und dieser Intellekt ist ein Glaubenssystem. Das ist ein Programm, Programm im Programm im Programm. Das sind Unterprogramme von dir. Weil du denkst dir mit deinem Programm diese anderen Menschen, diese anderen Programme aus. Das Problem ist, dass du mit dem Programm, aus dem diese Menschen als Blackboxen entspringen, bestimmst, aufgrund der Äußerungen dieser Programme, sprich Menschen, ob ihr Programm richtig oder verkehrt ist. Mhm. Es ist also definitiv so, dass jeder normale Mensch in dem Wahn lebt, dass er meint, das, was ihm logisch erscheint, ist die einzige richtige Logik. Das ist dieses Spiel, wo ich sage, wenn du jetzt Menschen beobachtest, die irgendwas kritisieren, Kritik ist immer ein Vergleich mit der eigenen Logik. Und man setzt die eigene Logik als einzig richtig, als logisch an und alles, was deiner Logik widerspricht, ist unlogisch. Es ist jetzt vollkommen gleichgültig, um welche Themen es geht. Mhm. Und das Dassen, nur mit dem simplen Dassen-Beispiel sage ich dir, dass eine Kollektion im Hintergrund steht und du aus dieser Kollektion eigentlich nur eine Perspektive siehst. Wir sagen jetzt, die Tasse ist das Wort Politik und dann gibt es welche, die sagen, rechts ist richtig, der Henkel ist rechts, und die anderen sagen, nein, links ist richtig. Ein ganz simples Prinzip, das ich damit erkläre. Und ich sage dir gleich von vornherein, wenn du das jetzt versuchst anzubringen, solange du bei der Tasse bleibst,
akzeptiert es jeder, die sind so programmiert, die können nicht anders. Sobald du aber sagst, bei Politik ist es dasselbe oder bei Religionen ist es dasselbe, was du meinst, auf dich kommt eine Hasswelle ohne Ende entgegen. Ja. Weil man das nicht vergleichen kann. Jetzt sage ich wieder, wer bestimmt das? Das Programm, das du zum Denken benutzt. Ja. Und auch er hier hat ja eine als Pixelmännchen eine sehr weiße Ausstrahlung und du wirst jetzt gleich merken, was im Argen liegt. Wir hören uns das weiter an. Also es handelt sich hier nicht um irgendwelche abstruse Annahmen, sondern er ist Wissenschaftler. Das ist das Allergrößte, das ist ein Negativum. Das ist immer das Schöne bei Holofeeling, sage ich dir, umso mehr die eine Seite größer wird, wird die andere Seite auch größer. Wir Physiker wissen ja. Nein. Das ist Demonstration von geistlosen Nachgeäffe. So leicht zu überprüfen. Wenn man im Jetzt bleibt und nur mit den Fakten, mit hundertprozentig für sicheren Fakten arbeitet, dazu müsste ich zuerst einmal wissen, was ein Fakt ist, ein Faktum. Wie viele tausende Mal erwähne ich das? Schau einfach in deine Wörterbücher rein. Alles, was ich dir sage, steht auch in den Büchern drin. Ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Die Tatsache besteht darin, sagst du mal, dass du das jetzt denkst und durch dein Denken erhebst du das zur Information, die du dann selber anschaust. Ein Fakt ist nicht, dass das bedeutet, das ist da außen so oder das war da außen so, bevor ich es gedacht habe. Das heißt, wie oft habe ich gesagt, historische Fakten, an die jetzt von mir ausgedachte Menschen glauben. Warum glauben die eigentlich dran? Weil die Menschen, die ich mir jetzt ausdenke, wann das glauben, was ich mir denke. Denke an das Anfang des Gespräches. Ja. Weil nichts und niemand, den ich mir denke, kann in irgendeiner Form anders sein, wie er von mir ausgedacht wird. Mhm. Das gilt übrigens jetzt auch, ich bin ja du, das gilt jetzt auch, wenn du an den Udo Petschel denkst. Mhm. Ob du dir den positiv denkst, dann muss dir klar sein, wenn du willst, ich bringe dir tausende von Menschen, die sagen, das ist der absolute Spinner. Mhm. Das Gegenteil von dem, was du denkst. Mhm. Wenn du jetzt aber glaubst, ich bin ein absoluter Schwätzer, bringe ich dir auch nicht tausende, aber eine Handvoll bewusster Menschen, die jetzt in dem Moment auch was Ausgedachtes sind, die dann mit den Augen rollen und dir das Gegenteil versuchen zu beweisen, wenn sie mich nicht richtig verstanden haben. Wenn du mich verstanden hast, wirst du nie mehr irgendwie versuchen, irgendeinem Menschen, den du dir ausdenkst, irgendwas beweisen zu wollen oder den von irgendwas überzeugen zu wollen. Mhm. Weil jegliche Art von Information, die du Geist wahrnimmst, ist immer nur, wenn du sie denkst und genauso wie du sie die denkst. Und solange du noch in dem Wahn lebst zu glauben, du könntest irgendeinen Gedanken, / Menschen, irgendeine Information, das sind jetzt drei verschiedene Worte, wo ich es selber damit beschreibe. Eine vergängliche Erscheinung, die du hier und jetzt in deinem roten Kopf, sprich in diesem symbolischen Traum, zu sehen bekommst. Mhm. Und da steckt das Wort Ehe schon mit drin. Das Bewusstsein ist eine Ehe-Existenz, ein untrennbares, so wie das Meer untrennbar mit seinen Gedankenwellen verbunden ist. Bist du mit deinen Informationen verbunden, egal wo du dir die jetzt räumlich oder zeitlich hindenkst. Sie sind hier und jetzt, weil du das denkst. Das ist hundertprozentig sicher ein Fakt. Übrigens mit dem entsprechenden erwachten Bewusstsein sofort überprüfbar. Mhm. Wo ist jetzt der Unterschied, ob wir an Jesus denken oder an Rumpelstilzchen? Okay. Das sind zwei Worte, die bei entsprechenden Programmen dir Vorstellungen auslösen, die jetzt zu deinen Informationen werden. Du wirst natürlich jetzt vollkommen logisch sagen, Rumpelstilzchen ist eine Märchenfigur und der Jesus war der Gottessohn, der auf die Erde gekommen ist vor 2000 Jahren. Natürlich, bevor du ihn jetzt gedacht hast. Das, wenn du das immer wieder wiederholst, wird dir das klar, dass das, was ich dir erkläre, hundertprozentig sicher ist. Und du kannst es nicht irgendeinen Gedanken von dir erklären. Es wird niemals ein von dir ausgedachter Mensch, / Trockennasenaffe, Säugetier, verstehen. Du kannst jetzt welche ausdenken, die das nachplappern. Ich lasse dich das dann träumen und dann meinst du, die haben das verstanden. Vergiss es. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Das ist ein ganz einfacher Satz. Und du bist ein träumender Geist. Jetzt in dem Moment träumst du dieses Gespräch dir aus. So, jetzt hören wir mal zu, was jetzt kommt. Die Theorie geht von nur zwei Grundannahmen aus. Erstens, seine Theorie. Zuerst einmal, eine Theorie ist was anderes wie die Praxis. Eine Theorie ist eine Sichtweise. Eine Theorie ist eine andere Form, eine Unterform von These. Es ist schlichtweg eine Perspektive. Das heißt, hier meint er macht gute Wissenschaft, indem er hier definitiv zuerst einmal gerade zwei Grundannahmen setzt. Und zwar erstens Bewusstsein
Bewusstsein existiert und zweitens Evolution existiert. Das ist jetzt wie wenn ich jetzt so sage, der Berg existiert und das Tal existiert. Beides ist eigentlich eins. Was aber das große Problem ist, dass er von einem Bewusstsein spricht, das existiert. Und dann haben wir schon das Tier mit drin. Existere heißt heraustreten aus. Existo, auch auftauchen. Das heißt, ein Bewusstsein, das in dir auftaucht, der Gedanke an Bewusstsein ist nicht das Bewusstsein, aus dem das auftaucht. Genau. Und selbst wenn wir uns jetzt dieses Bewusstsein als absolute Substanz, als Subjekt, da ist schon das Jektio, Subjekt, das zugrunde liegende, schau das kleine Bild unten wieder mit an, braucht ein Auftauchendes. Das Spiel ist verkehrt. Bewusstsein rot geschrieben ist etwas, was nicht existieren kann. Und aus diesem nicht existierenden Nihilo, wie ich das nenne, Creatio ex Nihilo, fängt Evolution ex Folgere etwas herauszurollen an. Das sind die Gedankenwelt. Und jede neue evolierende Gedankenwelle, die in dir auftaucht, ist eine Revolution der Bestehenden. Das ist dieses Spiel der ständig im Hier und Jetzt wechselnden Informationen. Die 200 Gramm Roulignede formt sich von Augenblick zu Augenblick um in einen riesen Komplex von Sinn, einem Gemisch aus sinnlich wahrgenommener Information und nur feinstofflich bewusst gedachter Information. Mhm. Jetzt spreche ich den Kabelstecker an. Mein Kabel, dran achten wieder das deutsche Wort Kabel, wie Abel. Der Abel ist der, der vom Kain erschlagen wurde. Ja. Der schreibt sich jetzt interessanterweise Hebel. Ab L. Das kann ich jetzt 1,30 lesen, 1,30, dann habe ich hier den Vatergott. Mhm. Wenn wir das eingeben. Ja. Und interessant ist, der ist ein absolutes Nichts. Mhm. Das ist dieses Nichts, dieser Abel wurde vom Kain erschlagen. Der schreibt sich übrigens so, Kof, der Buchstabe Kof schreibt sich ausgeschrieben Kof. Ich mache das nochmal, das ist jetzt der Affe. Kain. Okay. Entschuldigung. Ich habe jetzt den Kof-Zast gemacht, da machen wir aus dem J, aus dem kleinen Gott. Das ist der Bruder. Blau gelesen. Affinität. Intellekt, Existenz, eine affine intellektuelle Existenz, der erschlägt das Nichts in sich, das heißt die Erkenntnis, dass er selbst eigentlich nichts ist. Der Kain erschlägt den Abel. Ja. Und darum sage ich immer wieder, das ist eine tiefe Symbolik und dann wird dieser Kain unstet und flüchtig. Er wird zu einem Getriebenen, das Interessante ist, unstet ist diese Existierende, er wird zu einer existierenden Öffnung blau gelesen. Da sind wir oft drauf eingegangen, dass die geöffnete Schöpfung besteht jetzt aus 2 mm. Mhm. Diese 2 Gestaltwertungen, Wellenberg und Wellental, hell und dunkel, gut und böse, gesund und krank, egal wie du es nennst, die fangen an zu kreisen, das ist unser O dazwischen, das ist das Mom, das heißt das, was um dich herum kreist, du bist der Mittelpunkt, das fällt jetzt in dir und das Ganze passiert an den Flecken, ja. Weil wir in einer Tetraederspiegelstruktur drin sitzen. Das ist in Details will ich gar nicht rein, wir wollen es einfach halten. Ich will nur hier zeigen, wo hier schon die ersten großen Probleme sind. Wenn ich von einem existierenden Bewusstsein, ein Bewusstsein, das ich besitze, ich weise immer wieder darauf hin, Bewusstsein kann man nicht bewitzen, das kann man bloß sein. S-A-I-N. Bewusstsein ist nicht existierend. Das bist du, Tattvam Asi, schreibe ich in meinem Upanishaden. In den ganzen heiligen Schriften benutze ich diese kleine Symbolik. Das ist ja das Spiel, wo ich heute Morgen, das kann der Redner mit dran stellen, wo ich hier einige Einträge gemacht habe. Ich hörte die Stimme des Herrn Yahweh Zebaot. Diese Spiegelungen wirst du immer und immer wieder finden, überall in den ganzen heiligen Schriften. Die sind kein Zufall. Ich bin Yahweh Zebaot. Das heißt übrigens hier, Yahweh ist ZB. Oh, jetzt habe ich das verkehrt. Ja, ist Gott ja, ja. Oh Gott, unverkehrt geschrieben. Böse Falle. Da muss er weiter. Da muss er besser hin. Das heißt, das ja, ja. Du besserst das aus. Als Brötel Jesus von Nazareth kam ich nicht mit meinen eigenen Namen. Übrigens, dieses kam, heißt aufstehen, sich aufmachen, habe ich mich nicht geöffnet in meinen eigenen Namen.
Als Brösel UB bin ich UB mit eigenen Namen in der Geistesfunk auferstanden. Das ist aus dieser Trinität 1.1. Das ist jetzt das ganz Wichtige hier. Wir hören ganz kurz rein. Sage ich der Welt. Wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, dann werdet ihr abgehoben seid. Ihr erkennen, dass ich es bin und dass ich nichts im eigenen Namen tue, sondern das, was mein Vater mich gelehrt hat. Der Vater vor Ihnen ist UB 86 Elayom. Er macht nichts. Der Jesus kann übrigens nur das machen und dann sein, wenn du in dir ausdenkst. Ich behaupte nicht, ich bin Jesus, ich behaupte, ich bin du. Ja. Du bist der, der sich jetzt das ausdenkt. Du denkst dir den Uhr aus, dich selbst aus und den Jesus aus. Das ist die Botschaft. Hundertprozentig sicher übrigens. Ja. Und wir, wenn du ich bist, wir denken uns jetzt an Jesus in die Vergangenheit, der niemals in der Vergangenheit existiert hat, weil alles, was existiert, kann bloß hier und jetzt existieren, weil wir uns das ausdenken. Hier und jetzt in unserem roten Kopf. Zu tun, was ihm gefällt. Wenn ihr in meinem Wort bleibt. W-Ort. Schau um das kleine Bild an. Das ist der doppelt aufgespannte Ort. Ja. Das erwacht. Dann seid ihr wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch befreien. Wir sind Abrahams Nachkommen und sind noch nie Sklaven gewesen. Was ist Abraham jetzt? Ein Gedanke, den wir uns ausdenken. Was ist er jetzt, ein Pixelmännchen? Selbst wenn der jetzt sinnlich wahrgenommen, stell dir jetzt einmal vor, du würdest die Rolle des Jesus spielen und er steht vor dir. Wie willst du ihm das erklären, dass Jesus ihm sagt, du existierst jetzt bloß, weil ich dich ausdenke? Du bist genauso Information wie ich selbst, wenn ich an mich denke. Aber das große Problem ist, dass wir jetzt uns Menschen in die Vergangenheit denken. Jetzt denken, es ist hundertprozentig sicher ein Fakt, eine Tatsache, dass wir uns jetzt einen Abraham in die Vergangenheit denken. Wie geistlos ist es, wenn ich glaube, dass dieser Gedanke, den ich jetzt erschaffe und mir bewusst hier und jetzt in die Vergangenheit denke, der nur hier und jetzt ist, dass der schon in der Vergangenheit war, bevor ich ihn gedacht habe. Das ist die vollkommene Selbstdenkgeistigkeit. Das ist das, was ich erkläre. Wie kannst du sagen, ihr werdet frei werden? Ich weiß, dass ihr Abrahams Nachkommen seid, aber ihr wollt mich töten, weil mein Wort in euch keine Aufnahme findet. Merkt ihr, das sind Hammerschläge, jeder einzelne Satz. Ich kann dir jetzt ganz definitiv sagen, ich war unter anderem auch Jesus. Unter anderem. Ich bin auch du. Ich bin die ganzen Brösel hier. Da musst du jetzt die Sache mit dem Bücherregal verstanden haben. Genau. Es sind verschiedene Lebenscharaktere, Geschichten, die wir von der Festplatte, verschiedene Dateien, alles, was aus den Dateien entspringt, diese Dateien sind gleichzeitig da. Das ist das göttliche Bücherregal. Wobei das Bücherregal wieder bloß ein Bücherregal in einer göttlichen Bibliothek ist und die Bibliothek bloß eine von unendlich vielen Bibliotheken. Wir können das immer wieder fortführen. Wichtig ist die absolute Gleichzeitigkeit von allen in einer Kollektion, in die wir uns hineinfokussieren, indem wir zuerst einmal ein Buch rausnehmen, dann spitzt du den Jesus oder du spitzt den oder du spitzt den Redo oder du spitzt die Rolle, die du jetzt spitzt. Die Frage ist, machst du es bewusst oder unbewusst? Ja. Das macht dich zu einem Avatar oder bloß zu einer geistlosen KI. Genau. Eine Inkarnation, und jetzt ist es immer wieder diese Herabkunft auf die Erde. Erde ist erwecktes Wissen, wir wissen das. Die ohne karmische Zwänge, ein Schauspieler, der ganz bewusst eine Rolle spielt, auf eine Bühne des Lebens geht, jetzt als Figur in eine Traumwelt, in eine virtuelle Welt hineingeht, die er selber steuert, wo er weiß, alles um mich herum sind letztendlich nur KIs. Das sind zuerst einmal verschiedene Charaktere. Und da ist nur ein Geist, der diese KIs wirklich spielen kann. Nämlich der vom Bücherregal. Das ist nämlich der Einzige, der die ganzen Bücher liest. Ja. Das ist zigfach erklärt, man muss das immer wieder wiederholen. Ja. Ich werde dir zeigen, dass diese ganzen Aussagen von Jesus, oder ich habe doch hier so eine kleine Stelle reingestellt, jetzt aus Kuss im Wundern. Ja. Das ist ja auch fast der 1000-Seiten-Schmöker. Da kann ich immer wieder sagen, wenn du das liest, ohne Holofeeling studiert zu haben, hast du keine Chance, die ganzen Leute Kuss im Wundern, die ganzen Leute, die Weinreb lesen zum Beispiel. Ich kann immer wieder nur darauf hinweisen, jedes Buch, das du liest, jeden Film, den du dir anschaust, bevor du die Vordersprache nicht verstehst, ist es an und für sich verlorene Zeit. Ja, absolut. Weil du nämlich aus den Worten, die du liest, die du siehst, Vorstellungen generierst. Im Anfang war das Wort. Und zwar in Maßsetzung deiner jetzigen fehlerhaften Logik. Nein. Und in dem Moment, wo du die Vatersprache verstehst, liest du dasselbe Buch
Und du kannst jetzt intelligent in der Legere zwischen den Zahlen diese Komplexität erkennen, weil du nämlich diese vier Stufen der Metaebene, der Metapherebene hinabsteigst. Ich sage, was ich beim Vater gesehen habe, und ihr tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. Ihre Väter sind Trockennasenaffen, Säugetiere, sein Vater ist Geist. Wenn ihr Kinder Abrahams wärt, würdet ihr so handeln wie Abraham? Kinder Abraham, das ist jetzt erst einmal der Ab. Das ist der Vater, der vor allem steht. Wir sind immer noch beim A-Vater, beim schöpferischen Vater. Ja. Der Vorvater, der jetzt aufblüht. Wir sind wieder AUB. Mhm. Der aufblühen, auf zum Aufmosten anfängt. Und der wird jetzt Ram ist Rom. Wenn ich jetzt die Grundradix RM mache. Ja, hoch erhoben. Okay. Der wird HWH. Mhm. Mhm. Ja. Genau. Wir haben auch hier heute in dein Selbstgespräch, ich blende es mal ganz kurz ein hier. Das ist auch so eine Sache, diese langen Sachen, Diana, die du hier reinstellst, dich immer wieder in der Überlegung, wenn du die fertig hast, mach die bitte in den Holofeeling-Ordner mit rein bei dir. Ja. Wenn die stehen, weil deine Erklärungen sind so genial. Das ist natürlich jetzt wieder, ich sag mal, höhere Klasse. Das muss man nicht wissen, das schockiert die Leute. Ich sag momentan, bleib in den Einfachen, du brauchst keine hebräischen Zeichen, gar nichts lernen. Darum geht es eigentlich überhaupt nicht. Das ist also dieses Hochheben. Und immer das Rot-Blau, da ist ein Kopf, der rote Kopf, der immer ist, der das Meer selber darstellt, aus dem die Gedankenwellen, die berechneten Gestaltwertungen herausspringen. Das ist das blaue Raum. Ja. Das ist so ein simples System, wenn ich sage, 22 Zeichen Rot-Blau lesen, diese Tabelle, wenn man drauf hat. Du kannst alles verwandeln in deiner Welt. Du wirst zu einem Zauberer, zu einem Magier, weil du dir zuerst klar machen musst, dass jedes Wort, das du siehst, eine einseitige Vorstellung in dir aufwirft. Und mit diesem kleinen Spiel, ohne dass ich überhaupt die hebräischen Sachen lernen muss, kann ich das schon umformen. Ja. Das ist das große Geheimnis. Ja. Jetzt aber wollt ihr mich töten. Einen Menschen, der euch die Wahrheit verkündet, die ich von Gott gehört habe. Warum versteht ihr nicht, was ich sage? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt? Ihr habt den Teufel zum Vater. Er war ein Mörder von Anfang an. Und er steht nicht in der Wahrheit. Jeder Mensch, der einseitig denkt, der sich im Kopf zerbricht, ob was richtig oder verkehrt ist, ob was gut oder böse ist, hat den Teufel zum Vater, den Scheitern. Den Satan. Mhm. Und das ist jetzt immer, zuerst einmal die ersten zwei Seiten. Ist jetzt die Welle ein Berg oder ein Dorf? Die Frage stellt sich überhaupt nicht, wenn ich weiß, was eine Welle ist. Mhm. Ist jetzt an einem Tag hell oder dunkel? Wenn ich mich erhebe und weiß, dass ich schon diese Vorstellung von hell und dunkel bekomme aufgrund eines heliozentrischen Weltbildes, dann ist das vom Tisch, weil dann sehe ich, dass es gleichzeitig da ist. Mhm. Und alles, was ich nicht denke, existiert nicht. Es ist aber trotzdem da im Arbeitsspeicher. Es beginnt aber erst zu existieren, herauszutreten, wenn ich es als Vorstellung, wenn ich an irgendwas denke. Alles, was nicht gedacht wird, existiert nicht. Punkt. Das ist hundertprozentig sicher für den träumenden Geist. Es ist aber sehr wohl alles, was prinzipiell auftauchen kann, in ihm selbst drin. Mhm. Das ist die Botschaft in der einfachsten Form von Holofeeling. Auf dieser Grundlage geht es mit logischen Schlussfolgerungen weiter. Die logischen Schlussfolgerungen, nichts ist lügnerischer Lug, OU ist gleich. Logisch ist logisch. Ischen heißt übrigens im Prinzip Ischen, eine Gestalt gewordene Existenz heißt immer ein Schlafen und etwas vor sich hin träumen. Shin und He. Wie entwickelt sich das Bewusstsein und wohin? Bewusstsein entwickelt sich nicht und schon gar nicht irgendwohin. Bewusstsein ist die Grundlage des absoluten Nichts, aus dem alles entspringt. Darum sage ich immer wieder auch ein Geist, wenn man sagt, geistiges Wachstum ist schon ein vorgestellter Geist, der größer oder kleiner sein kann. Geist ist ein absolutes Nichts, das absolute Mittelpunkt, aus dem alles entspringt. Und die Bewusstseinsentwicklung, muss man sich folgendermaßen vorstellen, jetzt denken wir uns wieder unseren Leser, der vor einem Bücherregal steht, das ist der Geist und sobald du ein Buch eine Rolle spielst, wirst du zu einem Geist des Funken, du machst dich selbst zu einer Person in deinem Traum, mit der du dich nicht verwechseln darfst, so wenig wie sich der Leser verwechseln darf mit irgendeiner Figur,
die er sich hier ausdenkt. Und ein Leser ist vom Anfang bis zum Ende des Buches. Wenn ich jetzt sage, das wäre ein Lebensroman, den du selber geschrieben hast, vom Säugling bis zum Greis, ist es immer derselbe Leser, derselbe Geist. Ja. Der wird auch nicht größer, wenn er das Buch zu Ende gelesen hat. Ja. Das ist kein geistiges Wachstum, sondern das Wachstum besteht darin, dass ihm bewusst wird, dass er noch unendlich viele andere Sachen aus sich auch noch herausdenken kann. Weil alles, was er sich prinzipiell ausdenkt, kommt aus ihm. Du kannst kein Wissen von da außen in dich hineinschaufeln, weil da außen außerhalb von dir nur das ist, was du dir ausdenkst. Das heißt, du kannst nur das wieder in dich hineinschaufeln, was du dir nicht hierarchisch, sondern im selben Moment, weil das immer jetzt passiert. Das Auftauchen passiert wie das Hineintauchen jetzt. Das ist das, wenn sich was mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, bewegt es sich überhaupt nicht mehr. Dann gibt es bloß noch hier und jetzt. Und Geist, bewusster Geist, denkt mit Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, er weiß, dass alles, was er denkt, egal wo er sich jetzt das bewusst, logisch, räumlich wie zeitlich woanders hindenkt, dass es letzten Endes, letztens ein zum absoluten Endes immer hier und jetzt in seinem eigenen Kopf ist. Hello. Im roten Kopf, nicht in dem blauen Kopf, an den du denkst, wenn du jetzt an einen Trockenhausen auf den Kopf denkst, weil der auch nur existiert, wenn du ihn denkst. So, und jetzt können wir hier tausende von Videos über Gehirnforschung nachschauen, wo dir felsenfest suggeriert wird und in Scheißdrecks glaubst du, dass du nur deshalb, du Geist, nur deshalb existierst, weil da ein Gehirn da ist. Ich habe dir gerade erklärt, Geist kann gar nicht existieren. Weil du ewiger Geist da bist, kannst du dir ein Gehirn ausdenken, das nur existiert, wenn du an das Gehirn denkst. Ja. Und du ewiger Geist, du Schöpfergeist, du kleiner Gott, stammst nicht von einer jetzt ausgedachten Trockennasen auf dem Weibchen ab. Dieser Satz, wenn ich dich, Geist, frage, wo kommst du her? Du kommst aus dem Nichts und du gehst wieder in das Alles, weil Nichts und Alles dasselbe ist. Und wann hast du zum Denken angefangen? Du kannst nur jetzt denken. Und deine Mutter und die Säugetiergeburt sind alles logische Gedanken, die du jetzt denkst, die nur existieren, wenn du sie denkst. Das gilt dasselbe wie mit Abraham. Der Scheitern ist dein Vater, das Trennen, die einseitige Rechthaberei. Du machst dir viel zu viel Gedanken über deine eigenen Gedanken. Du würdest dich nie mehr über irgendeinen Affen aufregen, ob du den Politiker nennst oder irgendwie korrupten Banker nennst oder was auch immer, Kriegsfassen nennst. Die existieren doch gar nicht, wenn du sie nicht denkst. Ja. Was jetzt das Gemeine an dem Spiel ist, ich sage jetzt extra absichtlich erschaffen, dass ich dich zuerst einmal zu einem unbewusst träumenden Geist mache. Das heißt, du kannst dir nicht raussuchen, was du denkst. Und jetzt kommt, ich springe an den Anfang des Gespräches zurück. Ich mache dich, Geist, mit deiner jetzigen extrem fehlerhaften Logik zum Richter über alles und jeden, zum Schöpfer für alles, was du dir ausdenkst. Und deine Richtersprüche in Bezug auf Menschen und all die anderen Dinge vollstrecke ich an dem, der du zu sein glaubst. Das ist der Satz, alles, was du an den anderen tust, tust du dir selber. Das heißt, solange du Gutes tust, in Liebe, wirst du Liebe wieder zurückbekommen. Und solange du in Ausbeutung und Kapitalismus lebst, diese Geistlosigkeit will ich gar nicht mehr drauf eingehen, wir setzen auf Wachstum in einer Welt, wo ich mir begrenzte Ressourcen reindenke. Es geht ja nur noch um Geld. Das ist so. Es ist eine Verlogenheit ohne Ende, die ich dir in deinem Traum jetzt einspiele, ohne irgendeine Schuldzuweisung gegenüber irgendjemandem, den du dir jetzt ausdenkst. Ausgedachte Figuren sind nicht schuld, dass sie von dir so gedacht werden und du als jetzt gesetzter träumender Geist bist nicht daran schuld, dass du das träumst, was du jetzt träumst. Nein. Der kleine Satz, du musst irgendwann einmal ich werden, ich nehme alle Schuld auf mich. Nein. Ich bin schuld, weil wenn ich jetzt das nicht denken würde, wäre es ja nicht. So, was kann ich jetzt machen, dass ich die vielen Sachen, die ich nicht haben will, nicht mehr denke? Und da schmunzle ich jetzt schon wieder, du hast nicht richtig zugehört. Ja. Jeder Gedanke, den du denkst, ist ein Puzzlestück vom Heiligen Ganzen. Ja. Da fällt mir übrigens gerade ein, da habe ich ein schönes Bild. Das muss ich jetzt ganz kurz, weil das nämlich sehr treffend ist. Moment. Schau dir das einmal an. Ja, ist cool, ja. Das haben wir in Filmvariationen. Schau, was jetzt viel interessant ist, das ist Krishna. Mhm. Das ist der Schwarze, das ist die Einheit, wo alles in einem Punkt zusammenfällt. Das ist das hinter den Augen.
Das heißt, das ist jetzt sicher peripher ausgedachtes Schwarz. Genau genommen ist es ja genau der Punkt, dieser Mittelpunkt hinter deinen zwei Becken, zwischen den Augen. Rot. Und der streut jetzt eins dieser Puzzlestückchen unendlich viele. Butzel heißt ja ausgestreuter Schatten, wenn wir das hebraisieren, weiß. Im Sanskrit wäre das Arjuna, die Geschichte von der Bhagavad Gita, die Geschichte zwischen Krishna und Arjuna. Das ist jetzt ein Puzzlestück. Und egal, was in dir auftaucht, du darfst es weder verändern, gedanklich mit deiner Logik, wenn deine Logik irgendeinen Gedanken anders haben will, wie er ist, dann entheiligst du dich, dann passt es nämlich doch nochmal zusammen, das Innen und das Außen. Das heißt doch, wie innen so außen, also kann außen gar nichts anderes sein, wie in dir drin ist. Weil deine Informationen, die du dir ausdenkst, sind genau genommen weder in den ausgedachten Mittelpunkt, noch in dem ausgedachten Außen, sondern genau genommen hier, das dritte Auge. Der Punkt in diesem Violett, wo du jetzt so schön beschrieben hast. Mhm. In deinem letzten Vortrag. Hier und jetzt gedacht natürlich, Diana. Gut? Ja. So, jetzt glaube ich, lassen wir den gut sein und hören uns da ein bisschen weiter rein. What a simple piece of consciousness you can start with and then we let it evolve. Wenn man die einfachste Form von Bewusstsein betrachtet und die weitere Entwicklung verfolgt. Die einfachste Form von Bewusstsein ist, du merkst hier schon die Falle, es gibt größeres und kleineres Bewusstsein, bewussteres und unbewussteres Bewusstsein. Bewusstsein ist, Bewusstsein ist nicht existierend. Jegliche Form von Bewusstsein macht Bewusstsein zu was Existierenden und damit zwangsläufig zu was Vergänglichen. So wird schließlich klar, dass Bewusstsein ein Informationssystem ist. Das kann ich jetzt einigermaßen stehen lassen, so, aber das Informationssystem ist auch nicht das Bewusstsein. Das ist definitiv ist das der Intellekt. Ja, eben. Das ist immer wieder unser Spiel, mein simple Beispiel mit dem Dia-Projektor. Wir haben eine Lampe im Projektor, das ist jetzt bewusst rot. Das ist dein rotes Ich. Das ist jetzt in einem gewissen Maß auch ich der ausgedachte vom Bücherregal, den ich nochmal J.C. Horn nenne, da komme ich gleich dazu, der in Verbindung mit einem Programm, wir machen mal ein Dia, ein Videobeamer, wir können ein Dia-Projektor machen, machen wir es modern, ein Videobeamer, da haben wir diese schönen Tabellen, das erkläre ich, da gehe ich jetzt nicht genauer drauf ein, nur das Grundprinzip. Wir haben eine Lampe, die nicht flackert. Du bist immer als Leser dasselbe Ich, ohne dass sich an dir was verändert. Gleichgültig, wer du jetzt zu sein glaubst, an was du denkst, du bist immer derselbe Geist. Mhm. Auch egal, welche Rolle du zurzeit spielst. Welches Buch du liest, das heißt, das Buch symbolisiert das Programm, die Datei, die in dir läuft. Dann haben wir das Display, das ist die Maske, die flackert. Das heißt, wenn du bist ja der Reiter, der Kopf der Schöpfer Gottes, wie oft habe ich gesagt, wenn du vorm Spiegel stehst und du glaubst, du bist ein Sechsjähriger, dann siehst du im Spiegel einen Sechsjährigen, der genauso ausschaut, wie du glaubst, dass du ausschaust. Du musst es jetzt aber spiegeln. Eigentlich bist du der Reihe in der Mitte, schau das kleine Bild an, genau. Das ist der Punkt im Mittelpunkt. Und was im Spiegel ist, wir müssen es jetzt genau immer rumdrehen. Was du dir jetzt denkst, stellst du vor dich hin und da du dich mit dem vor dir verwechselst, glaubst du, du stehst vorm Spiegel und schaust dein Spiegelbild an. Aber das, was du zu sein glaubst, ist das Spiegelbild deines Glaubens. Ich drücke jetzt das sehr, sehr einfach aus und alles, was du einfach ausdrückst, ist eine Vereinfachung von einer Einfachung von einer Vereinfachung. Da können wir in der ganzen Physik, wenn ich dir zeige, es stimmt alles, das ist das einzigartig, das göttliche an Holofeeling, dass egal welche Schrift du mir bringst, egal ob jetzt das im Fachgebiet, wir bleiben im Deutschen, ob das physikalische Schriften sind, ob das religiöse Schriften sind, egal aus welcher Religion, ob das chemische Schriften sind, du wirst von mir nie hören, dass das, was in mir auftaucht, nicht stimmt. Denk an das Puzzlestück. Ich verändere an den Schriften auch nichts. Die Puzzlestücke bleiben bei Holofeeling. Jeder Gedanke, den du denkst, bleibt vollkommen unverändert. Das Einzige, was wir machen, wir vervollkommnen das mit den fehlerhaften Seiten. Das heißt, in dem Moment, wo du sagst, der Welle ist ein Berg, ist das eine fehlerhafte Aussage, da fällt es doll dazu. Und in dem Moment, wo du sagst, eine Wohnung ist eine Küche, stimmt das ein bisschen. Und in dem Moment, wo du sagst, ein Auto ist unter anderem ein Kabelstecker, ein Schlauch, eine Zündkerze, eine Schraube, das ist alles ein bisschen richtig, weil das nämlich Facetten sind aus dieser Kollektion, die du Auto nennst. Kollektion.
Und das sind die Puzzlestückchen von einer Kollektion. Und du darfst diese Puzzlestückchen vom Heiligen, wenn du ein Puzzlestück weglässt oder veränderst, du darfst nichts, heißt es in meiner Heiligen Schrift, heißt es, du darfst in der Johannes-Offenbarung, du darfst weder was hinzufügen, wenn du was hinzufügst, werden dich all die Blagen treffen, die in der Schrift beschrieben werden, und du darfst nichts weglassen, sonst hast du den anderen der Heiligkeit verloren. Ja, weil es nicht vollkommen ist. Das muss man verstehen. Und das macht Holo Feeling als einziges System. Ja, absolut. Ja. Geht es um Information? Wahrnehmen? Eine Information ist eine Form in dir, die eigentlich keine Form ist, weil die Vorsilbe in hat nämlich auch zwei Seiten. Wieder wenn bei uns Vandal. Es ist zum einen in dir eine Form, die keine Form ist. Was ist jetzt, wenn du an irgendwas denkst? Was ist in deinem Kopf, wenn du dir schon den Kopf ausdenkst, denkst du zwanghaft dein Gehirn hinein? Was ist in der Wabermasse, wenn du die jetzt einmal materialisiert auf deine Verhörbrille, irgendein Menschengehirn oder ein Schweine- oder Kuh, ein Säugetiergehirn auf die Verhörbrille holst? Es ist einfach nur eine Erscheinung. Mehr ist es doch nicht. Die wieder weg ist, wenn du sie nicht denkst. Und du glaubst, du bist es, ohne das Ding geht es nicht, ohne diese Wabermasse wird es dich nicht geben? Wie geistlos ist das nachgeäfft? Ist dir das nicht? Jetzt gehe ich wieder am Anfang des Gesprächs hier und jetzt gedacht, wir blättern jetzt praktisch zurück. Ist das nicht bis dato dir hundertprozentig sicher erschienen, dass du dieser Körper und dieses Gehirn bist, das du unbedingt brauchst, sonst gibt es dich ja nicht? Ist es nicht das Offensichtlichste für einen bewussten Geist, dass immer nur das für dich existiert, was jetzt als Information in dir vorliegt? Weil du kannst es ja nur wahrnehmen, wenn es in dir drin ist. Eine Information, das Wort Außenformation gibt es nicht. Was Außenformation ist, ist unser berühmtes AUB. Ja. Das scharfe S. Ja. Immer denk an das Wort AUB. Bitte. Das ist das, was du beschwörst, aber alles, was du beschwörst, das ist der Zauber, Z-A-U-B. Gibt es dann viele, viele Sachen noch dazu. Die Geburten ist die Schöpfung einer aufgespannten Polarität, die in dir erweckt wird. Ja. Die Zauberei. Das sind die Meineide, die du schwörst. Und sage ich ganz nochmal, ich betone immer wieder, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, solange du Meineide schwörst. Und wie stellst du das ab? Du darfst alles glauben. Der Wort glauben, schau, was da G-L-A-U-B. A-U-B. Aber beschwören solltest du nur das, was du wirklich beschwören kannst. Das heißt, du solltest es normal gesprochen mit eigenen Augen erlebt haben, selbst erlebt haben. Egal, wo du dir das jetzt hindenkst. Ich betone immer wieder, du kannst jetzt sagen, vor 2 Jahren habe ich das und das erlebt oder gesehen. Das hast du auch gesehen, weil das immer wieder, wenn wir einen Film laufen haben und wir lassen den Film laufen und ich lasse ziehen den Film, schaue ich unten die Zeitachse an, 1:47. The animation, a Fourier series. Das ist die Fourier-Transformation. So you're adding a base, what are we going to call it? Egal, wo wir hinspringen, all diese Bilder sind im Arbeitsspeicher gleichzeitig. Stimmt oder stimmt? Die sind immer da, auch wenn du nicht dran denkst. Der Arbeitsspeicher existiert jetzt, weil man an Arbeitsspeicher denkt. Dasselbe gilt für deinen Körper. Dein Körper existiert oder dein Gehirn, wenn du dran denkst. Es ist auch dann diese Vorstellung als Möglichkeit aufzuwerfen. Alles, was du prinzipiell denken kannst, was in dem ganzen Bücherregal beschrieben ist, ist in dir drin. Jetzt muss man aber zuerst einmal, wenn du Bilder haben willst, musst du zuerst einmal aus dem Bücherregal ein Buch nehmen, dann musst du eine Seite aufklappen, 2 Seiten, eine Seite anschauen, wie oft habe ich das durchgespielt. Musst eine Zeile raussuchen, aus der Zeile ein Wort raussuchen und aus dem einen Wort eine einzige Vorstellung machen und die wird zur Information. Kollektion, Selektion, Kollektion, Selektion. Genau das ist das Spiel. Und jetzt ist es diese einfache Sache, dass man hier sieht, der Einheitskreis. Man sieht jetzt das schon, wenn wir uns einen Einheitskreis vorstellen, haben wir die 4 Quadranten. Und da bewegt sich nichts von A nach B, von rechts nach links. Das ist immer nur Blickwinkel, die wir uns anschauen. Aus einem Zentrum heraus. Und da gibt es periphere Zentren. Habe ich viele Beispiele mit dem Sternwerfer zum Beispiel. Den Luftballon, den wir aufblasen, wo die Punkte drauf sind. Aber die Punkte, muss ich jetzt alles nicht sagen. Ich habe hunderte von Beispielen, wo jeden 13-Jährigen, wenn er die Gedankengänge mitgeht, das einleuchtet, was ich damit beschreibe. Du bist jetzt als rotes Ich ein peripheres Zentrum. Du hast deine eigene Traumwelt. Wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Aber das dürfte jetzt klar sein, dass die Bilder hier, die, wenn was auftaucht, kann es immer nur jetzt sein.
Schau dir das einmal an. So viel zum Thema Arithmetik. The thing that he has to do in order to draw this image is to extract the x and y position. Alles arithmetische Funktionen. Deine Welt ist ein Matrixprogramm und das wird dir mit Holofeeling hundertprozentig sicher genau beschrieben, wenn du in die Tiefe steigst. Mm-hmm. That he would need to make functions for in order to make this thing work. He then needs to create a Fourier series for each one of those functions so that he can add them together. And as you can see, these first few... Das, was man hier, das sind ausgedachte periphere Mittelpunkte, aber die hängen alle in einem einzigen Punkt. Letztendlich schwingt es um einen Punkt. Das musst du jetzt wirklich nicht verstehen. Aber das ist das, wo ich dir dann immer wieder darauf hinweise, ich zeige dir in jedem Buch, in jeder materialistischen Vorstellung so viele eklatante Fehler, die man sofort überprüfen kann. Mir fällt jetzt wieder spontan mein Beispiel ein mit einem Analogplattenspieler, wo ja angeblich die Schallwellen eingraviert sind in der Analogplatte. Mhm. Wenn du das Fourier-Transformationsprinzip verstanden hast, das kannst du überprüfen und ich lasse jetzt mit einer Analogplatte ein großes Orchester laufen und wir denken jetzt mal ganz normal, dann hörst du wirklich, wenn es gute Anlage ist, wir bleiben mal in dem klassischen Hi-Fi, immer noch normal gedacht, dann hörst du ein Orchester, alle Instrumente. Das kann ein 60-Mann-Orchester sein. Du kannst jedes einzelne Instrument in der Wiedergabe anfokussieren. Du kannst dich auf ein Triangel fokussieren, auf die erste Violine, auf den Bass, auf die Oboe, egal was, aufs Klavier. Es ist alles gleichzeitig da. Diese arithmetische Funktion beweist dir schlichtweg und einfach, dass die Einzelinstrumente in Form von Analogwänden auf der Analogplatte gar nicht drauf sind, weil das ein aller einziges Summensignal bloß drauf ist. Ja, genau. Was ich auch dir immer damit sagen will. Ja. Geistloses Nachgeäffe von Physikern wie unseren Lesch. Und jetzt kommt's. Cut, Schnitt. Genau. Hör dir das nächste, das letzte vorgehende Selbstgespräch an. Jeden Menschen, den du dir ausdenkst, der existiert erst in dem Moment, wo du ihn denkst, hier und jetzt, weil du ihn denkst. Und er wird genauso sein, wie du ihn dir denkst. Mhm. Und er kann nicht anders sein, wie er von dir gedacht wird. Das Problem ist, dass du dir Menschen ausdenkst, die du extrem bewunderst, weil du meinst, die sind so gescheit, die können nicht anders sein. Und bei anderen wieder, die du ausdenkst, wo du sagst, die sind total böse und total blöde, die Rechtsradikalen, die Querdenker. Wer bestimmt, wer gut und wer böse ist? Doch der, der sich die Menschen ausdenkt. Genau. Du denkst dir Arschlöcher, Aschlöcher aus. Loch hast übrigens Lebensflüsche. Okay. Und regst dich gnadenlos über das auf, was du selber erschaffen hast. Mhm. Diese Ahnung, was weißt du eigentlich von dem, wer du selbst bist? Überhaupt nicht, solange du dich mit deinen Gedanken von dir verwechselst. Mhm. Ein einfacher Satz vom Udo. Die Hölle beginnt in dem Moment, wo du dich mit deinen einzelnen Gedanken verwechselst, wo du sagst, der Gedanke bin ich und alle anderen Gedanken bin ich nicht. Nein, du bist der, der sich alles ausdenkt. Du bist der, der immer ist, weil du ich bist. Und das Meer ist alle seine Wellen, die Ursache für alle Wellen, natürlich in Verbindung mit Ruch, dann mit Wind, mit Geist, Ruach. Da muss jetzt Vordersprache verstanden werden. Und das Meer kann nicht sagen, die Welle bin ich, der Gedanke an den Uro, an den Redo oder an den du jetzt denkst, wenn du an dich selbst denkst, und alle anderen der Redo und der Uro, und die bin ich nicht. Es sind alles jetzt hundertprozentig sicher deine Informationen. Stimmt oder das stimmt? Diana, die du jetzt ausdenkst, die sagt öfters absolut sicher. Die wissen, wieso sie auch der Redo, wieso sie absolut sicher sagen. Es gibt bloß eine Sicherheit und das bin ich, UB. Das ist es, ich, das bewusste Ich, rot gelesen, ist der, der alles in dir erweckt. Ich habe doch gesagt, ich erkläre jetzt erst, was ich jetzt bin, als Brösel, ein Gedanke in dir, den du dir ausdenkst, als blauer Udo, und wer ich bin, der, der dich geistesfunk, das jetzt denken lässt, dieses Gespräch. Also es geht hier um die Informationen in dir, sind ständig wechselnde Formen. Ist das Sammeln von Informationen. Wahrzunehmen heißt etwas wahrnehmen. Das ist natürlich auch wieder das Problem, Informationen kannst du nicht sammeln, die sind da und verändert sich, wie wenn ich 200 Gramm rote Gnede umfahre, wie will ich diese Informationen sammeln? Die Ursache ist doch schon die Datei im Hintergrund. Wo das Continuum. Merkst du, wenn man genau wird, wenn man wirklich genau wird, vor allem wenn man jetzt die Worte noch hebraisieren kann mit der Vordersprache, etwas wahrnehmen. Was ist unser berühmtes Ad? Wirklich? Komm, jetzt hast du mal unser Ad. Dieses Ad, wenn ich das jetzt eingib, 1000, nur rot-blau, ich muss das Hebräische gar nicht wissen. Ja. Blau ist es eine augenblickliche Erscheinung. Genau. Rot gelesen ist die Quelle, die immer da ist, das absolute Dasein endet, das bewusste Nichts, dieser Schöpfergott, dieser bewusste Schöpfergott.
Das ist eine geschlossene Schöpfung, wenn du jetzt diese Buchstaben oben eingibst. Und das ist ein Zeitpunkt. Die Frage, was ist ein Punkt? Dann tust du mal bei die 20.000 Seiten Holofilling ein bisschen reinzoomen, recherchierst nach einem Punkt und dann ist das dann mal rein arithmetisch ein Punkt, ein dimensionsloses Nichts. Nichts. Ein Punkt, den du dir ausdenkst, besteht schon aus 4 Dimensionen. Ja. Das erkläre ich dir dann, was du sofort nachvollziehen kannst, selbst als 13-Jähriger, wo es auch nichts zum Diskutieren gibt. Und das, was du eine Linie nennst oder eine Reihe, gefällt mir besser, eine Spiegelwahrnehmung nennst, denk an unseren Spiegeltunnel. Ja. Ist ein Aneinanderreihen von Punkten, von Nichts. Wenn ein Punkt ein dimensionsloses Nichts ist und ich sage hier eine Reihe, sind Punkte, die ich aneinanderreihe. Wie lang ist eine Reihe, die aus so und so viel dimensionslosen Nichts besteht? Die bleibt nichts, weil alles aus dem Nichts im Hier und Jetzt sich in dem Nichts befindet. Und da müssten wir jetzt in den Mittelpunkt, das war das nächste Selbstgespräch, in die Kamera Obscura rein. Ich mache euch bloß aber neugierig, da habe ich eine Kleinigkeit jetzt vorbereitet. Und zwar ist es hier nur, diese Reihe müssten wir mal durchgehen mit Reflektoren, Kamera, Kamera Obscura, Nebenraum, Kamera Silencia, dann Entropie, der kommt jetzt dann übrigens gleich in die Entropie. Absolute einseitige Fehlübersetzungen im Materialismus. Man müsste nur die Worte im Lateinischen jetzt oder im Griechischen nachschauen. Endepunkt. Linsenabbildung, Bildung, Linsen, was sind Linsen? Linsen in der Optik, Orden, all das stimmt. All das stimmt. Aber nur ein bisschen. Was Geistlosigkeit ist, das ist so spaßig der Horror vor dem Nichts. Was hier in keinster Weise angezweifelt wird, das ist auch, dass da außen Materie und ein Raum ist, auch wenn du nicht dran denkst. Das ist das allergrößte Dogma, das es überhaupt gibt. Das ist genau das. Das ist Materialismus. Und an dem leiden alle religiösen Menschen. Ich sage immer wieder, Holofeeling hat weder was mit religiösen Geschwätz, mit esoterischen Geschwätz oder mit vollkommen geistlosen materiellen, naturwissenschaftlichen Geschwätz zu tun. Holofeeling dreht sich um das, was du selbst bist und was deine Gedanken sind. Ja. Es ist was ganz was anderes, was vollkommen Neues. Es ist nicht eine Erweiterung von bestehendem Wissen, sondern ein Sprung in eine vollkommen neue Dimension in das Jenseits. Das ist immer wieder, wenn ich sage, du bist der Computer, dein Betriebssystem hat sich entwickelt von primitiven Systemen wie Basic über DOS dann einmal zu Windows. Ich bleibe in der Schiene, da gibt es eigentlich zig andere Sprachschienen auch, die alle mit Holofeeling anfassbar sind. Das heißt, ich bleibe ja immer nur in diesem Bereich, wo wir zurzeit sind. Ich lasse das Sanskrit relativ weg, die Sanskrit-Sprache. Es gibt aber noch andere Systeme. Im Chinesischen habe ich schon angesprochen, das Japanische habe ich angesprochen. Die sind alle Teile, Puzzlestücke wieder von einer höheren Kollektion, die arithmetisch zu verknüpfen sind. Das musst du alles nicht wissen. Darum sage ich, konzentriere dich auf das Einfache. Und dieses Etwas kann als Information bezeichnet werden. Das heißt, dieses Et, dieses ganz Einfache, dieser Zeitpunkt zur Zeit, jetzt, nun, schau, zwei Existenzen, Wellenberg und Wellendorf. Und denk wieder an den Richter, sobald zwei da sind, müssen nochmal zwei da sein. Solange ich nur sage, es gibt nur die Möglichkeit, jemanden schuldig zu sprechen oder frei zu sprechen, entstehen nochmal zwei Möglichkeiten, nämlich jemanden schuldig zu sprechen, obwohl er unschuldig ist, oder jemanden frei zu sprechen, obwohl er schuldig ist. Ja. Mhm. Schuldig sprechen, der ist schuldig, frei sprechen, der ist frei, und dann die Spiegelungen dazu, schuldig sprechen, obwohl er unschuldig ist, das sind die vier Phasen mit dem Einheitskreis. Mhm. Mhm. Aber es ist nicht so niemand schuld daran, dass du ihn so denkst, wie du ihn dir ausdenkst. Und du jetzt bewusst als träumender Geist, als ausgedachter träumender Geist, der ist ja auch was Ausgedachtes, der ist nicht schuld, dass er das träumt, was er träumt. Ich habe so oft gesagt, du musst wirklich dich komplett erheben, und du hast dich erhoben in dem Moment, wo du in der Lage bist, das, was du ein Leben lang zu sein geglaubt hast, das blaue Dich selbst, blau gelesen, das Existierende, einfach zu beobachten, welche Informationen jetzt da sind. Und jetzt dir bewusst zu machen, wie zwanghaft du diese Informationen einseitig auslegst und qualitativ interpretierst. Auf hunderten Selbstgesprächen spreche ich an, du beobachtest zum Beispiel, dass du jetzt als ausgedachtes Bewusstsein irgendeine Diskussion beobachtest. Gleichgültig, ob die im Fernsehen läuft oder ob du als Person an einem Tisch sitzt und mit welchen selber diskutierst. Und das Erste, was du jetzt machst,
das Thema der Diskussion ist Adasse. Und du schaust jetzt zuerst einmal, mit welchen Meinungen der Menschen um dich herum du sympathisierst, mitleidest an dieser Einseitigkeit, was für dich richtig erscheint, dass du dir bewusst machst, in welcher Einseitigkeit, in welcher Perspektive du hängst. Mhm. Und dann mach dir klar, dass die Kehrseiten genauso richtig sind, auch wenn die Horre zu Berge stehen. Das ist genau diese zwei Seiten brauchst du gleichzeitig, um aus Kreis und Dreieck, so oft gesagt, einen Kegel zu machen. Mhm. Aus gesund und krank die Heiligkeit zu machen. Die Heiligkeit ist nicht gesund oder krank, genau, sondern das, aus dem diese Welle entspringt, positiv, negativ. Ja. Du musst das dann mal der Dritte machen. Da wird es ganz in wenigen Sätzen ganz einfach, Zeit. Das ist übrigens Eitan, übrigens mit Elef geschrieben, heißt buchstabieren. Wie buchstabiert? Das ist der Geburtsgeber. Dann haben wir ein Phänomen. Was ist ein Phänomen? Ist Ed nur, ist ein flackerndes Licht hebraisiert, M-U-R. Eine Katze, K-R-S heißt wieder wie die Erde. Ja, das erweckte Wissen ist wie ein flackerndes Licht. Das ist das Spiel, wo ich tausendmal, wenn man das einmal die Gründe gerade sagen hat, es ist ein Licht, die Facetten sind euer. Genau. Aufgespannt, erweckt. Das ist also hier, das steht hier für dieses, Existenz ist eine aufgespannte Berechnung und die flackert. Nicht zu verwechseln mit dem Ort, das ist auch Licht. Auch Licht, ja. Das ist es auch, Feuer, aber rot. Das kann man natürlich jetzt auch wieder blau machen. Schöpfung ist eine aufgespannte Berechnung. Genau. Das flackert. Du musst immer wissen, die Lampe im Projektor ist ein Symbol für Geist oder für Energie, rot geschrieben, die nicht als Ding an sich nicht existieren kann. Und die Sonne, die du dir ausdenkst, das ist, es ist Licht und es ist Licht. Ja. Das ist es, so wie du ein Geist bist und dann definitiv dich zurzeit als Mensch erlebst. Aber der Mensch ist kein Körper. Ja. Weißt du, es sind solche einfache Sätze. Bring mir doch einen jetzt von dir mit deiner jetzigen Logik ausgedachten normalen Menschen, irgendeinen Arzt, der einen Unterschied macht zwischen einem Menschen und einem Körper, den er vor sich hat auf seiner Farbbrille. Für ihn ist dieser Körper ein Mensch. Es ist vollkommene Geistlosigkeit. Ein Mensch ist eine ganze Lebensgeschichte, ist ein Programm vom Säugling bis zum Kreis. Und das verändert sich. Das kann ich nicht, wenn du das nicht wahrhaben willst und ich rede jetzt nur mit dir. Du solltest dir nicht so viel Gedanken machen, dass du meinst, die Menschen, die du dir jetzt ausdenkst, müssen das wissen. Die werden das niemals von sich aus wissen. Ich werde dafür sorgen, wenn du das komplett installiert hast und du das so erkannt hast, dass es so ist, dass plötzlich in dir Spiegelbilder auftauchen, wo du den Eindruck hast, die haben das auch erkannt. Du musst der Erste sein. Ich sage immer wieder, ich bin der Erste als Brüssel oder der in dir auftaucht. Also musst du ein bisschen ein Erkennen schon in dir drin sein, sonst werde ich erst gar nicht in dir auftauchen. Gott sei Dank. Jetzt führen wir einen Heilungsprozess durch. Bewusstsein ist also Information. Und ich. Das ist ein absoluter Blödsinn. Bewusstsein ist keine Information. Das ist ungefähr so, wenn ich sage, Porzellan ist eine Tasse. Meine 200 Gramm rote Gnede symbolisiert Bewusstsein. Jetzt nenne ich das einmal Porzellan. Oder ich kann sagen, die Gnede ist eine Tasse. Nein, die Gnede ist eine Tasse. Nein, die Gnede ist irgendeine Ritterfigur. Nein, die Gnede ist ein Pferdchen. Nein, die Gnede ist eine Puppe. Bewusstsein ist keine Information, sondern dieses in diese Form befindet sich in dem Bewusstsein. Mhm. Ja. Oder wir spiegeln, wir haben wieder vier Seiten oder ich mache die außen rum. Aber das, was die Form annimmt, ist was anderes wie die Form. Genau. Die Wellen sind was anderes wie das, was immer ist. Das Bewusstsein ist immer. Das ist El Hayom UB 86. Der ist im Meer, immer sein, unveränderlich, ein absolutes Nichts. Darum mache ich das rot. Und ich weiß, selbst wenn du das jetzt vor 10 Jahren schon gehört hast, du hörst es und es ist wieder weg. Ich sage immer wieder, du kannst es ganz leicht überprüfen, wenn du immerwährend bewusst bist. Vielleicht fasziniere ich jetzt an so ein Selbstgespräch und ich sage, es muss nur die Haustürglocke klingeln oder dein Handy klingeln, dann gehst du hin und dann ist irgendwas anders dran und dann ist das alles vergessen. Schnipp, von einer Sekunde auf die andere bist du wieder weg. Dann ist kein bewusster Beobachter mehr da. Dann bist du zwar immer noch ein Bewusstsein, aber dann bist du wieder der träumende Geist, der komplett sich mit einer Figur verwechselt, die es nicht aussieht. Stimmt oder stimmt? Ja, absolut. Ich postuliere, dass Bewusstsein ein ganzheitliches System ist, das sich als Larger Consciousness, größeres Bewusstseinssystem. Das ist natürlich jetzt schon das große System, haben wir schon, Geros. Immer dran denken, dieses Ross.
Weil er jetzt Rosh. Neuerlich mit Doppel-S geschrieben, Doppel-S, da haben wir das Ross und das ist dann R, O, wir machen jetzt R, Aleph, Shin. Du siehst hier unten, da haben wir das Doppel-S steht. Das ist Ross. Der Geist ist ein Ross, das ist der Anführer, Jesus. Hebraisiert, Sus heißt nämlich Ross, Pferd, das Pferd. Und das ist Be'eroshit, das ist der Kopf, das ist der Gipfel. Interessant, hier auch eine Giftpflanze, da muss aber der Geist Gottes, steht ja schon wieder da. Geist Gottes, ja. Das heißt, du machst aus Worten sofort was Positives oder Negatives. Da haben wir übrigens dann das Oberhaupt, da haben wir den UB. Das OB, da UO gleich ist, hier unten schauen, ist der Kopf, steht dasselbe da. Und du hast bei vielen, wenn du kalt, zum Beispiel das Wort kalt, wenn man die hebräische Grammatik im Reinsetzen macht, das heißt wie dein Gott, wie dein Nichts. Kahl. Kalk. Ich kalkuliere. Das ist wie dein Nichts. Die Kalkulationen aus dem Nichts. Ich weiß, es ist äußerst verwirrend, wenn man die Vordersprache nicht versteht, und orientier dich an den kleinen Sachen. Das große Bewusstsein ist dieses absolute Nichts. Ein kleines Call, eines Bewusstsein, in meinem Modell baue der Leser, der zum Lesen anfängt, dasselbe ist wie der, der vom Bücherregal steht, bloß der hat noch keine Bilder. Ja, ja, eben. Der, der vom Bücherregal steht, ist ein Computer, der alles im Arbeitsspeicher hat, aber noch, Entschuldigung, der alles auf der Festplatte hat, aber noch nichts in den Arbeitsspeicher geladen hat. Ja. Sobald du ein Buch in der Hand nimmst, nimmst du aus der Festplatte, aus dem absoluten Mittelpunkt etwas gedanklich in den Arbeitsspeicher. Und erst aus dem Arbeitsspeicher, aus dieser Kollektion, kannst du dann ganze Facetten aufschmeißen. In der Transversalen, immer im Jetzt. Drum, umso tiefer du steigst, umso größer wird der Komplex, der eigentlich genau genommen immer kleiner, immer mehr zu nichts wird. Das heißt, was größer wird, bis es alles ist, erst dann ist es das absolute Nichts. Ansonsten hast du immer noch Unterschiede und Vorstellungen. Ich auf logischen Schritten auf. Und die logischen Schritte sind trügerisch, solange du eine materialistische oder religiöse oder einseitige Logik zum Denken benutzt. Es kann dich jede Logik immer nur in irgendeine Einseitigkeit reinführen. Und jede Logik, jedes Denksystem, sprich jedes Glaubenssystem, AUB, Beschwörung, was du beschwörst, als einzig richtig ansiehst, ist Selbstentheiligung. Jeder Glaube, jede Logik, die im Widerspruch zu einer anderen Logik steht, und das ist schon der Ball, sobald du dich mit irgendwas beschäftigst und du sagst, das stimmt nicht, das ist falsch, das ist unlogisch, hast du es mit einer Logik zu tun, wo deine Logik nicht in der Lage ist, diese Logik nachzuvollziehen. Ja. Und darum betone ich immer wieder bei Holo Feeling, was du von mir nie hören, egal was irgendeiner äußert, dass das nicht stimmt. Für die Logik ist das vollkommen richtig. Und logisch. Es ist ein bisschen richtig. Jetzt kann ich wieder sagen, eine Wohnung ist eine Küche. Und der andere behauptet, nein, eine Wohnung ist ein Schlafzimmer. Der andere sagt, eine Wohnung ist ein Klo. Kann ich jetzt behaupten, dass die nicht recht haben? Die haben, da hat doch jeder ein bisschen recht. Das ist mein Kabelsteckerbeispiel. Merkst du, dass meine kleinen Beispiele so eine unendliche philosophische Tiefe haben, die du sofort zerstörst, solange du wieder den Materialismus oder irgendeine religiöse Strömung als absolut setzt? Die sind nicht absolut. Holofeeling ist absolut. Genau. Holofeeling ist das Einzige, was wirklich göttlich ist. Alles andere sind Facetten aus dieser Göttlichkeit. Und die Göttlichkeit selber wieder, wenn wir den Gott machen, dann machen wir zuerst einmal der Geist, in dem sich alles verbindet. Wir machen das einmal rot. Der Geist, im Geist ist alles vereinigt. Rot gelesen, das ist das Innerste. Genau. Wir können das natürlich auch blau lesen, dann wird ein Gehirn spannt irgendwelche Facetten, Sichtweisen auf, und dann kriegst du natürlich eine Körperschaft, eine GE-Meinschaft, der Geist E Quadrat mir 2, schaffen jetzt M ein, und das ist Wissen, GE. GE ist Wissen. GE, das Wissen, ist immer das Öffnen eines Augenblicks, blau gelesen. Das ist also ein simples System. In dem alles rund wird, in dem sich die Frage überhaupt nicht mehr stellt, ob was richtig oder verkehrt ist. Du merkst, das Geschwätz sich zuzuziehen und man meinte, man wüsste, was man irgendwie in einer esoterischen Strömung drin hängt. Kommen zum das Bewusstsein, die fundamentale Grundlage. Das ist, das Bewusstsein ist die fundamentale Grundlage. Lass uns mal die Worte anschauen.
Das ist das Bewusstsein selber, ist keine fundamentale Grundlage, sondern aus diesem absoluten Nichts entspringen, jetzt hast du mal gewisse Funda, Mentalitäten. Ich schaue das nochmal extra für uns an. Das ist das, was wir im Hebräischen, das ist wie existierend. Ich mache das erst einmal blau. Das heißt immer wie als Vorsilbe, wie existierend. Rot ist es erst einmal das absolute Vorhandensein, bitte vorhanden, nicht räumlich oder zeitlich sehen, sondern hierarchisch. Ja. Ein Unterschied, ob ich vorher oder vor als räumliches Akt eines Davorstehens, als zeitliches Akt eines Davorstehens, chronologisch oder eine Hierarchie. Ja. Rot ist immer die Hier, Hieros. Hieros ist Gott, das Göttliche. Hier, hier ist Gott. Mhm. HI, der Quintessenz Gottes, er. Mhm. Das sind wir zwei. Mhm. Ich würde es ohne dich gar nicht geben. Den Udo meine ich jetzt. Und du wiederum kannst dir den Udo ausdenken, weil du ich zurzeit irgendein Buch liest, wo der Udo vorkommt. Aufgrund dieser Datei denkst du dir jetzt an Udo aus. Aber dass du das Buch zurzeit liest und an der Stelle bist, wo du dir jetzt im Moment an Udo ausdenkst, das konntest du dir als träumender Geist nicht raussuchen. Stimmt oder stimmt? Ja. Das ist das damals, das kenne ich wie ein Geist, aber jetzt wird es interessant, blau gelesen heißt es wie existierend und das ist das Wort Basis. Mhm. Die Basis wiederum, das kommen, ist ein interessantes Wort, Sis, ist Sus, bloß mit einem I dazwischen, das ist das hebräische Wort für Schwalbe. Genau. Die Schwalbe ist natürlich, da muss ich jetzt erst einmal wissen, dass dieses Schwa, hebräisch dasselbe Wort, das Nichts. Ja, Nichts. Eine Nichtigkeit. Ja. Aber wir können das natürlich auch blau lesen, dann wird es ja logisch aufgespannte Schöpfung und dann wirst du selber als aufgespannte Existenz Unheil. Mhm. Mhm. Wobei man natürlich das Rote wieder mit reinziehen kann. Interessant ist, die Schwall. Und jetzt kommt BE, da machen wir mal BLF. Es kommen, aufkommen. Und jetzt kommt was in dich hineingehend, nämlich eine Information kommt jetzt hoch, aber Co, wissen wir, wie kreisen das O aus 2mm. Jetzt sind wir wieder bei dem Moment. Ja. Bei dem, was in dir fällt, weil jetzt eine Peripherie aufgebaut wird, Hüben 3 und Rüben 3. Genau. Mhm. Ja. Es ist Physik, es ist wirklich ein Programm, ihr wisst, wie oft ich das betone. Und mach dich da nicht verrückt, du musst es nicht wissen, du musst als Baby, ich verlange von einem Baby was anderes, er muss erst einmal lernen, dass er nicht mehr in die Hose scheißt. Und jetzt sind wir beim Thema, zu lernen, dass du nicht mehr aus Angst in die Hose scheißt. Wie sieht es jetzt aus, wenn ich Corona sage, wenn ich sage, du hast Krebs? Wenn du Angst hast, bist du noch ein Baby. Du hast noch nicht gelernt, dass es keinen Sinn macht, als ewiger, bewusster, ewiger Geist, als Bewusstsein vor irgendeinem Gedanken, den ich mir selber ausdenke, Angst zu haben. Du kannst doch gar nicht ein im Meer seiender Geist sein, wenn du von einer Welle, die in dir auftaucht, Angst hast, von einem kleinen Spritzer, der aus dir herausspritzt, der sowieso wieder zu dir zurückkehrt, in dem Moment, wo du nicht mehr dran denkst. Nimm diese Metaphorik für voll. Das ist das, was ist. Geringste Kleinigkeiten, ein Gedanke, der in dir hochkommt und du scheißt dir in die Hosen. Du machst dir das Leben zur Hölle. Jetzt fällt mir gerade mein Holger ein, der hier panische Angst hat, hier seit Wochen, bloß dass er am Briefkasten geht. Ne. Der hat nie Probleme gehabt, am Briefkasten zu gehen. Und da war jetzt eine gewisse Situation, die ich ihn eingestellt habe. Und jetzt hat er panische Angst und jedes Mal, wenn er den Briefkasten aufmacht, Gott sei Dank. Weil er auf eine negative Nachricht wartet. Und das genau das ist fest und dann bist du festgefressen und du hast überhaupt keinen klaren Kopf mehr. Aber was ist das alles jetzt? Es sind Worte, wo du dir jetzt Vorstellungen machst und dir die eventuell in den Holger reindenkst. Kann der Gedanke Angst haben? Nein, Angst kann nur der haben, der sich die Angst ausdenkt, das Bewusstsein erlebt. Nur der Traum erlebt den Geist. Den Traum. Der Träumer. Nur der träumende Geist erlebt seinen Traum. Und alles, was geträumt wird, kriegt es nicht mit. Genau. Glaub es mir, wenn du jetzt träumst, ohne zu wissen, dass du jetzt traumst, dass du träumst, dass irgendeine Figur, die in dir als Information in Erscheinung tritt, dass die weiß, dass sie jetzt existiert, weil du sie träumst. Oder dass irgendeine Figur, egal was du der an Schmerzen oder Wissen zusprichst, diese Figur, diese Information als Ding an sich, weiß davon nichts. Genau. Ja. Also glaub ja nicht, dass jetzt ein Redo oder eine Diana das mitkriegt. Oder der vom Computer sitzt, das Gehirn. Wo war jetzt eigentlich die ganze Zeit dein Körper und dein Gehirn? Ja, das ist es.
Es ist so offensichtlich, es ist nur vollkommen neu. Und du wirst merken, mein Ego in dir versucht dir das mit aller Gewalt auszureden. Immer wieder. Ja. Das heißt, wir sind bei dem Fundament, muss ich noch ganz kurz reingehen, dass dir das einmal klar wird, wie weit die Sprache hier geht. Das war jetzt nur bei dem Sis, bin ich hängen geblieben. Dieses kennt, dass ich, es steht so schön da. Das ist erst einmal lateinisch, das Wort Fundament. Müssen wir das griechische Wort Basis uns noch anschauen, was natürlich dann wirklich, wir machen das einmal ganz, ganz kurz, das griechische Wort, das ist kennt. Tritt, ganz das heißt eigentlich, wo lang man tritt. Schau mal, Tri heißt meine Reihe. Mhm. Besteht aus zwei Spiegeln. Genau. Oder zwei Erscheinungen. Mhm. Ich sage immer 400, 400 ist dann 800, das ist Pi. Mhm. Ja. Und jetzt kriegst du den Hinkenden. Ja. Eine rhythmische Bewegung. Du merkst, jetzt fängt was zum Schwingen an. Mhm. Das ist ganz. Und jetzt haben wir immer plötzlich hier unser GE-Quadrat. Geist ist E-Quadrat, JCA, ICA fängt zum Kreisen an. Und das wird jetzt zu einer gestaltgewordenen Augenblicken. Mhm. Das Ganze passiert auf den Geist, eine Rundlinie, ein Kreisen. Ich könnte das Stück für Stück aufwechseln, auf einer G-Rundfläche. Jetzt haben wir unsere Fläche lang geworden. Es sind Quadratflächen. Dialog in Form in dieser einer Tetraederspiegelstruktur. Die natürlich wiederum, was wir uns jetzt Bilder vorstellen, wieder eine reine arithmetische Struktur ist. Und jetzt pass auf, jetzt wird es interessant, dass wir unser Unter, ich habe das so oft erklärt, Unter lateinisch heißt Welle. Mhm. Eine aufgespannte existierende Öffnung. Die habe ich heute schon gehabt, die existierende Öffnung, ND ist ein Auf- und Abschwingen. Mhm. Mhm. Moment. Mhm. Wir wissen das. Die geöffnete Schöpfung besteht aus zwei Gestaltwerten. Jetzt der Damm, wo ich sage, wir denken uns die Longitudinale, wie ich so oft sage, machen wir jetzt einen Schnitt rein und drehen denn diese Bewegung. Schau das kleine Bild an, das du dir bisher von der Vergangenheit in die Zukunft gedacht hast. Die machen wir jetzt weg und wir stellen das Anogi aufrecht in die Senkrechte, in die Transversale und dann kriegst du diese Bewegung. Du machst es schwankend sich bewegen. Das ist wie wenn ich einen Damm reinstelle, ich tue den zeitlichen Fluss unterbrechen und ich mache nur noch ein ewig wechselndes Hier und Jetzt. Mhm. Evolution, Revolution. Mhm. Herausrollen, Exvolvere, Revolvere, so. Hineinrollen. Revolvere. Mhm. Schwanken sich bewegend auf und ab. Okay, das ist die Welle. Diese existierende Öffnung ist die Schöpfung. Das ist übrigens WL, L heißt ein Joch mit 70 geschrieben. Doppelt aufgespanntes Joch heißt hochheben. Le heißt auseinanderschmeißen. Und Mendior kommt von Mens. Mendior heißt in jedem Wörterbuch sich etwas ausdenken. Ken, das ist die Radix Ken. Halt, muss noch eins zurück. Sich etwas ausdenken. Und überlegen heißt es in vielen Bonds, heißt es sich etwas erweckt, sich etwas überlegen. Jetzt haben wir unseren Grund, unseren kreisenden Grund. Ja. Überlegen und Lügen verbreiten, die Unwahrheit sagen. Apropos Lügen, kommt mir gerade was Kleines, das muss ich mir jetzt verkneifen. Du hast nämlich hier das Wort, die Lieder. Kannst du dich erinnern in deinem Lieder Vortrag, und Lieder, ja. Du hast die Lieder und da hast du vergessen, in dem Vortrag mit den Liedern hast du was Elementares vergessen, nämlich das Lie. Ja, Lie ist die Lüge. Die Lüge, das wissen wir in dem Wort Liedern. DR wissen wir, ist Generation. Ja. Die geöffnete Berechnung ist ja das, was du generierst. Mhm. Aber in den Liedern zu mir, das hast du dann... Wenn ich das jetzt erst mache, aber ich mache, mir wichtig ist dieses Lie. Und zwar schauen wir uns das jetzt einmal im Englischen ach, genauer so, an. So. Ich komme jetzt deshalb drauf, weil wir beim Hosenscheißer waren. Kommt das Wort legen mit her? Schau liegen, legen, herumliegen, lie. Das sind also hier die ganzen Verben. Ne, Lügen. Viel interessanter wieder die Substantive. Mhm. Erinnere dich, wir haben doch Lei ist das da mal die Lüge. Mhm. Medizinisch ist es eine Kindslage. Mhm. Mhm. Und in dem Kind haben wir den Kein. Mhm. Haben wir gerade angesprochen.
Das ist auch die KI. Ja. Und die ist immer eine ND. Hin und her bewegen. Existierende Öffnung. Eine KD erzeugt eine existierende Öffnung und das ist raumzeitliches, auseinandergeschmissenes Gehirn. Mhm. Oder Licht H. Ne? Jetzt kriegen wir das nur. Das Geflunkert, das flackernde Licht. Das sind auch hier die ganzen Unwahrheiten, die aufgespannte Existenzen sind deine Wahrheiten, deine Wahrnehmungseinheiten. Es sind Lüge, es ist Schinnwindelei, es ist einfach nur heiße Luft, was du hier von dir gibst. Ursache deiner Angst. Das ist fundamentales Wissen. Es sind Wellen, Facettenwellen sind etwas, was du dir überlegst und was du um dich herum in Raum und Zeit verstreust und du meinst das mit dem, was du dir jetzt ausdenkst, nicht das Geringste zu tun. Ich wiederhole immer wieder, wie unendlich geistlos bist du Geist und du bist Geist, wenn du mich jetzt sprechen hörst. Und wenn dir jetzt zu zweit vom Computer sitzt, weder der Redo noch die Diana hört mich sprechen. Mich hört nur der sprechen, der sich das jetzt alles ausdenkt. Ja. Das ist das Entscheidende. Das Ganze. Das ist das Entscheidende, ist die Aufhebung der Scheidung. Ja. Der Scheidung. Und wie geistlos, ich betone immer dieselben Sätze, wie unendlich geistlos machst du dich selbst, wenn du meinst, du hättest mit dem, was du denkst, nichts zu tun. Was passiert, wenn du eine Zeitung liest? Ja. Du schaust dann Fetzen Papier auf deiner Farbbrille mit Worte an und aufgrund dieser Worte denkst du dir was aus. Jetzt kriegt dieser Satz, im Anfang war das Wort, eine vollkommen neue Dimension. Ja, ja. Und du lebst bis dato vor Holo-Feeling in dem Wahn, dass du glaubst, alles, was du jetzt aufgrund der Worte hier und jetzt als Information in dir erschaffst, dass das da außen ist und du nichts damit zu tun hast und es auch dann da außen ist, wenn du es nicht denkst oder schon in der Vergangenheit war, bevor du es gedacht hast. Ist das hundertprozentig sicher oder ist das hundertprozentig sicher, was ich dir erkläre? Mhm. Eine Welt voller geistloser Figuren, die von dir ausgedacht werden, die du bewunderst, dass die so gescheit sind, geschieden von dir selbst, weil du hast ja mit denen nichts zu tun. Mhm. Wo ist jetzt der Unterschied, ob du an Rumpelstilzchen denkst oder an Jesus oder an Hitler? Das sind jetzt übrigens nur Worte. An was denkst du, wenn du an Rumpelstilzchen denkst oder an ein grünes Massenmännchen? Und was denkst du, wenn du an Jesus denkst oder wenn du an Hitler denkst? Mhm. Egal, an was du jetzt für eine Figur, eine Vorstellung von Mensch du dann aufschmeißt in dir, als fiktive Figur, als Märchenfigur, es ist hier und jetzt, weil du es denkst und es ist für dich genauso, wie du dir es denkst. Mhm. Die haben keinen Einfluss drauf. Gedanken können nicht anders sein, wie sie von einem bewussten Denker gedacht werden. Und was du zurzeit denkst, bestimmt dein Intellekt, dein Schwamminhalt. Was der Computer macht, sucht er sich nicht raus. Da muss einer vor dem Computer da sein. Jetzt kommen wir in den vollkommen roten Bereich. Ja. Du bist ein Sklave, Neo. Zumindest bis jetzt. Darum bin ich als Morpheus in dir aufgetaucht. Ich sage nur, dass ich der Neo bin. Ich behaupte, du bist der Neo. Für alles ist. Die Gehirnlage haben wir gerade schon mit gehabt. Was ein ganz schönes Interessantes sind, die Experimente. Ex heißt herausreden, Body heißt ringsum. Ment haben wir gerade gehabt, das heißt etwas überlegen und Lügen verbreiten. Mhm. So, jetzt weißt du, was ich als Gott von den Experimenten einer Physiker halte. Es ist geistlose Hirnwichserei, die sie um sich herum verstreuen. Zeig mir doch einmal Wassermoleküle. Zeig mir doch einmal die Erdkugel, die sich um die Sonne rumdreht. Zeig's mir. Kannst du es beschwören, hast du es gesehen oder äffst du bloß vollkommen geistlos als Menschenaffe noch? Existiert dieser Menschenaffenkörper eigentlich, wenn du nicht dran denkst? Beantworte dir die Fragen selber. Mhm. Nur weil welche auftauchen und es nachäffen, heißt es noch lange nicht, dass es verstanden hat. Du, das, was meine Prediger predigen, die ich in dir auftauchen lasse, aber mach nicht das, was ich selber tue. Mir fällt jetzt ganz momentan mein Samuel Eggert ein. Das ist auch eine Figur, die du träumst, die du erschaffst, die ich in dir auftauchen lasse, dass du dir eigene Gedanken machst. Dann hast du einen ganz netten Burschen, den ich ganz toll finde. Ich habe ihn ja so erschaffen, der kann eh nicht anders sein. Aber er ist das große Problem an ihm. Er ist ein tiefgläubiger Christ, was er ganz lieb macht, aber mit einer Vorstellung von einem Jesus in der Vergangenheit. Genau. Das materialistische Denken. Es ist das unbewusste, chronologische, raumzeitliche Denken und das zerstören wir mit Holofeeling. Ja. Aber zerstören, ja. Nicht, indem wir was kaputt machen, sondern indem wir was vervollkommnen. Genau. Nochmal,
Wir können aus Kreis und Dreieck, wenn ich die geistreich diese zweidimensionalen Vorstellungen verknüpfe, kann ich ein dreidimensional eine höhere Dimension erschaffen, nämlich einen Körper, einen KGL, einen Kegel. Mhm. Das heißt wie eine Welle. Mhm. Das ist meine Symbolik. KGL kann ich auch Kugel lesen. Da hat der Redo heute so ein schönes Ding reingestellt, ein älteres Fickenstall-Vortrag. Redo, den hängst du aufgrund mit einem Hinweis unten dran, die Stelle, wo ich das erkläre. An dieses Welche Stelle? Da auf Hinweis an dieser Stelle, dass die nochmal hier mit Kegelkugeln, mit der Sprache, wie Worte entstehen. Das Schöne, dieser Fickenstall 4, wo du reingestellt hast. Ja, okay. Wenn es einen interessiert, dass man mal merkt, wie komplex das wird, wie Sprache oder Laute in einem ausgedachten Kopf mit den Sprechwerkzeugen, wie das entsteht, das ist jetzt eine Vorstellung. Alles, was du denkst, sind Vorstellungen, auch wenn du an einen menschlichen Körper denkst. Ich habe es oft genug angesprochen. Wie ein menschlicher Trockennasen auf dem Körper aufgebaut ist, bestimmt nicht eine da außen existierende Evolution, sondern das Programm, mit dem du träumst. Genau, vom Programm. Das ist komplett austauschbar. Mhm. Ein neues Programm, eine neue Logik ist wie ein neues Leben in einer vollkommen neuen Welt mit vollkommen neuen Naturgesetzen. Mhm. So wie du die Naturgesetze in einem Videospiel verändern kannst, kannst du das in deiner VR-Brille, in deiner Realität genauso machen, weil der Aufbau im Hintergrund genauso funktioniert. Mhm. Exakt deshalb habe ich bei dir jetzt Videospiele und so Zeug in deinem Traum auftauchen lassen. Ja, es ist super, das ist wirklich gut. Ja. Als die physische Realität. Das ist deine. Das ist, er benutzt das Fundament als ursprüngliche. Hast du das mitgekriegt? Lass mal ganz kurz nochmal, ich springe ganz kurz nochmal zurück. Hör genau zu. Das Bewusstseinssystem bezeichnen. In meinem Modell baue ich auf logischen Schritten auf. Schau, eine Falle. Und komme zum Schluss, dass Bewusstsein die fundamentale Grundlage für alles ist. Das Bewusstsein ist nicht das, aus dem Bewusstsein, das nicht denkbar ist, das ist das Nihilo, das All, Ei oder All, nenn es wie du es willst, das ist alles, oder das Schwa. Diese hebräischen Wörter, die verschiedenen Wörter für das absolute Nichts. Mhm. Die Fundamente ist diese Wellen, die auftauchen, die du dir überlegst und dann um dich herum in Raum und Zeit verstreust. Dieses Bewusstsein, die fundamentale Grundlage für alles ist, die Grundlage ist, da muss man darauf hinweisen, dass dieses Bewusstsein rot gar nicht existiert. Aus diesem Nichts entspringen diese fundamentalen Grundlagen. Der Geist fängt an, um sich herum zu kreisen. Fundamentaler als die physische Realität. Das ist richtig. Das Bewusstsein selber ist viel fundamentaler, aber ich müsste jetzt das Fundament, müsste ich rot schreiben. Ja, ganz rot, ja. Logische Schlussfolgerung aus meinen Experimenten im Nicht-Physischen. Die Experimente habe ich gerade angesprochen. Ex heißt heraustreten aus diesem Bewusstsein, Barry, umherum, um Mentor etwas sich überlegen und Lügen verbreiten. Das sind seine logischen Schlussfolgerungen. Aber die Logik ist nicht das Einzug, der absolute Schluss. Das ist man selbst, das Bewusstsein, das im Meer ist. Jetzt alles, was ich jetzt denke, sind Vorstellungen, wie wenn ich an nichts denke. Ich muss wissen, was das Wort nichts bedeutet. Es ist nichts, es ist ein nicht gedachter Gedanke. Wir sind genau genommen nicht denkbare, nicht gedachte Gedanken. Immer. Und sobald wir was denken, entsteht eine Gedankenwelle. Die ist aber nicht immer, sondern das ist eine oberflächliche Erscheinung. Etwas Existierendes ist mit nächsten Gedanken wieder zerstört. Darum betone ich immer wieder, wie geistlos ist jemand, der Gedanken am Leben erhalten will. Nenne die Gedanken Menschen oder Menschheit. Du kannst es nicht. Versuche einen Gedanken möglichst lange am Leben zu halten. Du kannst den wiederholen, immer wieder wiederholen, wenn er weg war. Aber dann hängst du in demselben Programm fest, wie hast du in einem Laufrad. Bis du dein Programm erweiterst. Und die Erweiterung folgt durch Vervollkommnung. Und nicht, indem ich irgendwas nicht haben will oder anders, ein Puzzlestück anders haben will, dann zerstöre ich schon die Heiligkeit. Im Bereich. Dabei habe ich herausgefunden, dass ich Dinge im nicht-physischen Bereich tun kann, die zu Veränderungen im physischen Bereich führen. Umgekehrt geht das nicht. Das ist übrigens ein sehr, sehr tiefer Satz. Ja, ja, im Hintergrund. Ich kann im nicht-physischen Bereich mir Sachen denken, die außen was bewirken, aber das Außen gibt es ja gar nicht, sondern das bewirkt sich ja bloß auf der Feuerbrille. Auf der Feuerbrille, ja. Ich wiederhole nochmal, alles, was dein Glaube dir vorschreibt, dass du zurzeit normal mit deiner jetzigen Logik glaubst, dass das da außen auch dann ist, wenn du nicht dran denkst,
kannst du es wie in einem Videospiel auf dem Monitor, sprich auf deine Verabredung. Alles, was du jetzt glaubst, dass du jetzt zwar denken kannst, aber dass das nicht da außen ist, kannst du auch nicht realisieren. Ja. Ich mache immer mein Beispiel, du kannst jetzt den Eiffelturm realisieren, indem du wie in einem Videospiel dir den auf die Farbbrille holst und durch diese virtuelle Welt reist. Ständig wechselnde Bilder, bis dann der Eiffelturm auftaucht. Du kannst aber zum Beispiel nicht den Turm zu Babel realisieren, weil den gibt es ja da außen nicht. Das ist ja bloß eine Symbolfigur. Oder den hat sie in der Vergangenheit gegeben, je nachdem, was dein Glaube dir vorschreibt. Dann kannst du ihn auch nicht mehr realisieren. Du kannst das Kreuzfahrtschiff AIDA oder irgendein Kreuzfahrtschiff, wo du jetzt glaubst, dass das da außen irgendwo ist, auf die Verabrede, realisieren. Du kannst aber die Archeonoa nicht realisieren, weil du ja glaubst, die gibt es da außen nicht. Ja. Aber was ich jetzt im einfachen Schritt mache, du kannst sogar realisieren, dass du übers Wasser laufen kannst, wenn du das im tiefsten Innern glaubst, dass das möglich ist. Solange du dir das wünschst, glaubst du, da bin ich so oft drauf eingegangen, ja. In dir verwirklicht sich dein tiefster innerer Glaube und nicht das, was du dir wünschst. Das Trügerischste ist im Wünschen. Ein wunschlos glücklicher Mensch wünscht sich nichts mehr. Übrigens, wenn du die Fähigkeit hast, wirklich alles materialisieren zu können, was du möchtest, würde dich das, was du jetzt materialisierst, in keinster Weise mehr interessieren, weil dich Einzeldinge nicht mehr interessieren, wenn du dich für die Kollektion interessierst. Was will ich dir damit sagen? Wenn der Reichtum du selbst bist, interessiert dich nicht mehr irgendeine Facette vom Reichtum, den du dir jetzt ausdenkst. Ja, okay. Ja, weil du bist ja das alles. Ja. Du bist es doch, das bedeutet Holofeeling. Ja. Ich habe zu meinem Heuge so ein Musterbeispiel gesagt, wenn man jetzt mit Autos, weil das ein schönes Beispiel ist, habe ich, wir schauen immer gern Grip on, ist ja Autofan mit Schnellfahren. Und da gibt es die Fernsehsendung auf RTL2, Sonntagabend um 18 Uhr, glaube ich, kommt das. Da ist ein Testfahrer immer, Malmö, Matthias heißt der, und die fahren immer so die absoluten Superautos, machen die Tests, die Ferraris und die Lamborghinis. Und dann stelle ich mein Heugerchen so eine Frage, so ich, Heugerchen, stell dir mal vor, du wärst jetzt noch im Berufsleben, dass du jetzt nicht schon Rentner wärst. Es wäre doch an und für sich, möchtest du mit dem Matthias tauschen? Der hat doch den absoluten Traumjob, er fährt die größten und schnellsten Autos der Welt und kann die testen. Es wäre doch für dich der absolute Traumjob. Möchtest du mit dem tauschen? Nein. Und was ertappt er dich voll in die Falle rein, sagt, ja, das wäre eigentlich, wenn ich jetzt, wäre das mein Traumjob. Ich sage, wie blöd bist du eigentlich, wenn du Geist mit einem Gedanken von dir tauschen möchtest? Mhm. Lass das auf dich wirken. Die Hölle beginnt in dem Moment, wo du dich mit einem Gedanken von dir verwechselst. Mhm. Wie wenig hast du von dir selbst verstanden, wenn du irgendein Gedanke von dir sein möchtest? Ob jetzt es ein Mensch ist, wo du sagst, der ist reich oder der ist glücklich oder mit dem möchte ich tauschen, der ist mit einer super Frau oder mit einem super Mann verheiratet, ist doch alles dumm. Das ist, wenn dir das bewusst wird, immer mehr, wenn du immer mehr wirst, das wirst, bewusst wirst, was du eigentlich schon bist, was du gar nicht werden kannst, geht es nicht mehr um irgendwelche Gedanken, die du dir denkst. Du wirst plötzlich feststellen, dass für dich nur noch eins von Interesse ist, wenn du dann weißt, was du bist, wer du bist, jetzt rot gelesen, wie funktioniere ich eigentlich? Mhm. Und dann, wenn du das raus hast, wirst du daran arbeiten, wie ein Programmierer dieses fehlerhafte Programm immer vollkommener und immer perfekter zu machen, so wie du jetzt siehst, die Entwicklung von einem ganz rudimentären Bing-Bong-Videospiel mit DOS programmiert bis zu jetzigen nahezu fotorealistischen Spielen 3D mit einer Farbbrille. Ja. Diese Weiterentwicklung wirst du in dir selber anstoßen. Du musst der Erste sein. Bevor du es nicht der Erste bist, der es verstehst, kann man es auch nicht realisieren. Mhm. Es ist aber alles schon in dir realisiert, weil ich das alles schon fertig gemacht habe. Es ist alles schon in dir drin. Ob ich diese Dateien in dir freischalte, und das war ja das mit die 100 Affen, wo ich sage, du wirst jetzt feststellen, das, was ich ein Redo oder eine Diana, symbolisch gesprochen, mühselig die letzten 15, 20 Jahre an Holofeeling-Wissen aus Holofeeling-Schriften angeeignet haben, und plus dem, was ich sie zusätzlich inspiriert habe, wenn eine Diana, du dir jetzt denkst und du hörst einen Vortrag von der Diana oder du liest jetzt aus unseren Update-Zeiten Bücher von der Diana, dürfte ja normalerweise bekannt sein, wenn ich Holofeeling-Updates aufmache, aber diese Werke, die Beiwerke, was Schreibstifte sind, die sind alle durch die Bank sehr hochwertig. Also das von der Hanni, was wir uns jetzt ausdenken mit dem Wort, das hat mir so eine Freude bereitet, aber so und mir hat die Hanni eine Freude, jetzt den Geistesfunk, der jetzt die Rolle von der Hanni spielt.
Ich blätterte in dem Leben von der Hanne zurück vor vielen, vielen Jahren, wo sie in Almenau in den ersten Vorträgen war. Und sie war ein absoluter Jesus-Fan. Das ist natürlich sehr heftig, wenn du in einer Jugenderziehung bist und du bist dann, du hast deine Vorstellung von dem Jesus und dann taucht der Brüssel-Udo auf. Das ist ja ziemlich ernüchternd. Wenn man so den langhaarigen, bärtigen, schönen Jesus hat und die aber immer am Ball geblieben ist und dann selber machen. Man muss es selber machen. Ich inspiriere dich aus dir heraus. Es geht nicht um den Wegweiser Brüssel-Udo. Mhm. Und dann wird es immer intensiver und es, jeder, der dieses Spiel mitmacht hat die letzten Jahre, die Namen, die hier stehen, bei denen ist es der Fall. Das war jetzt das Erste, darum habe ich das ja in Ordnung geschickt, der raumzeitliche Schnickschnack jetzt. Super. Der sollte es mit reinstellen, weil das wirklich absolut super ist. Ja. Und ich sehe dann an den Schriften, die veröffentlicht werden, wie sie einer verstanden hat. Ja. Das ist das Spiel. Es geht aber nie um die Personen, die du dir ausdenkst, weil auch hier geht es wieder, du denkst dir die Hanne jetzt aus. Ganz hier macht es immer Freude, wo du siehst. Wir haben die Diana Madadatz-Schriften hier, die machen mir Freude ohne Ende, die ganzen Videos. Ich kann mich noch erinnern, jetzt raumzeitlicher Schnickschnack, wo die Diana hier Schriften schreibt und dann sagt sie, ob sie das UB-Zeichen drunter setzen darf. Also ich selbstverständlich. Weil sie weiß, sie ist wirklich nur ein Schreibstift. Und das Verrückte ist, du hörst keine Stimmen, was jetzt ESO-Spinner machen mit den aufgestiegenen Meister. Die Diana, ich mache jetzt mal, ich rede ganz normal, die sitzt da, die ist neugierig, dann kommt dir was in den Sinn, da hörst du keine andere Stimme. Das sind deine Gedanken und dann schreibst du das hin und dann sagst du, da schaue ich das einmal nach und dann schaue ich das einmal nach, weil es dir einfällt. Und irgendwie merkst du, hey, das passt ja alles zusammen und dann schreibst du das hin und so bauen sich die Schriften auf. Aber du bist wahrlich bloß wie der Jakob Lorber ein Schreibstift, den wir uns jetzt ausdenken. Genau so ist es. Und die Diana geht es überhaupt nicht. Nicht. Es geht nicht um irgendeine ausgedachten Menschen. Es geht um den Geist, der sich das Zeug ausdenkt. Du denkst dir doch eine Diana aus. Genau. Und nicht die Diana dich. Wie will er Diana ein Nichts ausdenken? Ja, genau. Namen sind jetzt, sagt Udo, im Austauschbar. Das ist ganz, der ganze Ansatz bei Holofeeling ist komplett anders. Stimmt oder stimmt? Ja. So, warte, einen kleinen Moment. Wo war man? Ups. Schauen wir ganz kurz noch ein bisschen. Ich kann nicht im physischen Raum etwas verändern, das zu wesentlichen Änderungen im Bewusstsein. Was du im physischen Raum veränderst, ist, dass du jetzt deinen Gedanken veränderst. Das heißt, der physische Raum, die Bilder, ist natürlich, es, wenn du unbewusst bist, verändert das angeblich physische dein Bewusstsein. Aber nicht das Bewusstsein selber, sondern bloß die Information. Du musst hier sehr im Kontext aufpassen, wenn der von Bewusstsein redet, es ist alles im Bewusstsein. Aber im Bewusstsein ist eigentlich nichts. Pass auf, nochmal, ich scheine mich laufend zu widersprechen. Denk an den Spiegel, den Rai, das Rosh, der Kopf des Schöpfergottes, R-A-I. Das heißt, dieser rote Kopf ist A-I, ist der Schöpfergott, er ist nichts. Das ist das hebräische Wort für Spiegel. Da denken wir uns jetzt einen Punkt, das ist der Punkt in der Kammer obscura. Und da meine Kammer, die Kammer ist ein Gewölbe. Gewölbe, ja. Ich mag es nochmal. Die Worte sind alle wichtig in allen Sprachen. Wir machen hier keine Esoterik oder irgendeinen Kack. GE-Quadrat. Geist ist die 3, ABC ist Licht, C, wenn wir das als 3 setzen. Und E-Quadrat, ich sage mal, E-Quadrat ist die Energie in der Einstein-Formel. Und da haben wir jetzt, die spannt sich, das machen wir jetzt blau. Das spannt sich doppelt auf, das W. Und jetzt haben wir alle, jetzt wird etwas hochgehoben. Okay. Das O fängt mit zwei Punkten drüber zum Kreisen an und das ist BE, das kommt jetzt in dir, Co-MM. Mhm. Habe ich gerade gesagt. Interessant, es ist eine gewölbte Decke, eine Ecke, eine Wölbung. Bin ich tausendfach darauf eingegangen. Ich will es nur angesprochen haben. Wir haben in der Kamera Obscura, das ist das, wo ich sage, da müssten wir extra. Dann nochmal das kleine Bild, da gibt es ganz hervorragende Bilder. Das hier und das hier. Es gibt genau genommen bloß diesen Punkt. Mhm. Jetzt ist aber das Problem, solange du diese Metapher nimmst, diese Vorstellung, hat unser Folger Schreibschrift hat da schöne Bilder dazu gemacht. Ja. Können wir ganz kurz. Sind wirklich super. Da haben wir die tausendfach. Da haben wir sie.
Das ist jetzt, da ist schon unser Tetraeder mit reingeknüpft, wie das ungefähr funktioniert. Das ist hüben drei, drüben drei, muss man in die Holoarithmete gehen. Das ist also hier diese Spiegelungen, wo sich hier aufbauen. Diese Kammer Obscura ist eine unendlich tiefe Metapher. Und jetzt ist es das in dem Punkt eigentlich eine, wir stellen uns das als eine Linse vor. Da machen wir ein eigenes Update drüber. Ja. Dass das jetzt nur flächig betrachtet ist, da nehmen wir ein normales menschliches Auge und der Witz ist, diese Linse, die zwei Seiten, das ist unser Tetraederspiegel, den können wir als Halbkugel setzen. Ja. Pass auf, ich zeige euch das einmal ganz kurz. Da müssen wir jetzt erst einmal die normale Optik, wieder das normale Wissen, das gelehrt wird, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann können wir hier, wir machen zum Beispiel einen Reflektor. Das ist jetzt dieses Katzenauge, diese Ecke bei dem Reflektor. Und das nennt sich übrigens ein Retro, rückwärts eine Reflexion, ein Zurückbeugen. Der Witz schlichtweg, diese Ecke kann man genau anders auch machen. Man muss doch normalerweise, da ist es. Schau, wenn ich jetzt, das ist jetzt nur zweidimensional, wenn ich eine Ecke habe, wenn da ein Lichtstrahl reingeht, geht er in dieselbe Richtung, wo er reingeht, wieder durch diese Reflexion wieder raus. Das heißt, wenn der Lichtstrahl von hier reingeht, zack, zack, die Einfallsrichtung und Ausfallsrichtung ist gleich. Planoptische Winkelreflexion ist ein sogenannter Tri-Spiegel. Ich will jetzt das nicht zu arg auffächern, das sind Triplet-Prismen. Das nennt man auch ein Katzenauge. Bekannt bei alten Rücklichtern sind es die kleinen Dreiecke immer. Das sind lauter so kleine, wenn ich immer von der Ecke rede, wenn du in eine Zimmerecke reinschaust. Darum habe ich gesagt, das ist jetzt eigentlich bloß eine Kante. Genau genommen wäre dreidimensional, wäre das ein Dreieckspiegel, dann ist Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel von einem Lichtstrahl. Okay, das macht man mittlerweile nicht mehr. Was wir machen, jetzt, wenn du zum Beispiel die modernsten Straßenschilder siehst auf der Autobahn, wenn du da mit dem Scheinwerfer drauf gehst, sagst, die blenden dich fast. Ah ja, die Reflektoren, ja, ja. Pass auf, ich sag dir, wie die aufgebaut sind. Wenn du diese Schilder, das ist praktisch eine Spiegelschicht, ich sag einfach mal eine Silberschicht, eine Spiegelschicht, ein Material, das wie das Material ist, das hinten auf der Glasplatte von einem Spiegel drauf ist. Das ist eigentlich das Glas spiegelt ja nicht, sondern der Spiegelreflektor ist ja dann hier, früher war das Quecksilber, jetzt nehmen wir irgendwelche Silberlegierungen, was auch immer. Es ist eine Spiegel, eine Masse, die spiegelt, okay? Und jetzt nehmen wir kleine Glaskugeln und wenn halb in die Glaskugeln, in diese Spiegelmasse, wenn du die Schilder anschaust, sind da lauter, die Oberfläche sind lauter kleine Kügelchen, die hier aneinandergereiht eben drauf gestreut sind, dass die halb in diese Spiegelmasse einschinken. Das heißt, du hast der Glaskugel, wo eine Hälfte gespiegelt ist. Okay, ja. Und jetzt passiert, ohne da genauer drauf einzugehen, über Lichtpressung, ich bin jetzt normale Physik, immer dran denken, du wirst von mir nie hören, dass irgendwas nicht stimmt. Was nicht stimmt, ist das genaue Erklärungsmodell. Jetzt erkläre ich dir, was in Physikbüchern drin steht, dass ein Lichtstrahl, der hier jetzt aus irgendeiner Richtung ankommt, zuerst einmal an der Oberfläche, wenn er in das Glas reingeht, eine Brechung hat, dann kommt er auf die Glasschicht, dann wird er von der Glasschicht reflektiert, wird nochmal gebrochen. Einfallswinkel ist gleich Ausfallswinkel. Das heißt, diese halb verspiegelte Glaskugel macht im Prinzip dasselbe wie eine Ecke, die Spiegelecke, diese Triplettspiegel. Okay? Das lässt sich natürlich viel einfacher aufbauen. Wenn du früher die alten Rücklichter, wenn du gehabt hast und die bei älteren Autos zerbrochen hast, waren das lauter kleine Dreiecke. Jetzt ist es ja gar nicht mehr mit den LEDs. Aber das ist jetzt bei Schildern, kann man ja das fast nicht herstellen. Wenn ich jetzt irgendeinen Lack, wie will ich das machen, wie will ich da kleine Dreiecke einbetten? Mit dieser Sache jetzt mittlerweile werden nur kleine Glaskügelchen draufgestreut, winzig kleine Glaskügelchen. Und wenn ich jetzt die aneinander reihe, ist immer der Einfallswinkel gleich der Ausfallswinkel. Drum hast du, und das funktioniert so krass, dass wenn du auf der Autobahn mit einem H4-Licht, mit einem großen LED-Licht nachts und so ein Schild anstrahlst, da meinst du, das ist hinten brutal erleuchtet. Ja, ja. Weil nämlich die Strahlen, die gehen, kommen direkt wieder zu dir zurück. Okay, jetzt die Moral der Geschichte. Jetzt denken wir uns, unsere zwei Spiegelkugeln helfen, beziehungsweise die zweite Drehde. Ich hole die Spiegel nicht nochmal her. Schau das kleine Bild an. Ob ich jetzt zwei Halbkugeln aufeinander lege? Okay, oder zwei Tetraeder, zwei Dreiecke aneinander lege? Ich habe denselben Effekt. Bist dabei? Ja. So, und jetzt machen wir hier, der Punkt ist an und für sich ein Punkt. Aber wir stellen uns ja vor, dass das eine Linse ist und die Linse ist zuerst einmal, eine Linse ist eine Kugel, die man in die Länge zieht, dadurch, dass man schaut den Fokus an. Die Kugel, die man, das macht, passiert in deinem Auge.
Dann wird die Tiefenschärfe verändert. Wir bleiben mal total entspannt, zugang, dass es nur eine Kugel ist. Dann heißt es ja definitiv, wenn ich jetzt mir da nochmal eine gespiegelte gegenüber, Hüben 3 und Rüben 3, halt, wir brauchen jetzt das nochmal, Hüben 3 und Rüben 3, dass hier das auch ein Spiegel ist, oder das ist ein Dreieck und das ist ein Dreieck, dann negiert sich, das ist nämlich jetzt, es negiert sich vollkommen. Das heißt, dass die beiden äußeren Hälften heben sich in sich voll auf, wie Wellen Plus und Wellen Minus, Wellen Berg und Wellen Dorf sich komplett aufhebt. Ja. Das heißt, in der Kamera Obscura befindet sich in dem Punkt gar nichts. Ja. Es befindet sich bloß die Peripherie, es existieren. Mhm. Ja. Was heißt das? Pass auf, schau bitte das kleine Bild an. Wir sagen, unsere Reihe ist ein Punkt. Der Spiegel. Du bist dieser Kopf des Schöpfergottes, wo ich sage. In dem Moment, wo du dir was denkst, in dir, hast du eine Information, die du dir jetzt aber schon ausdenkst. Aus dir, aus dem absoluten nicht denkbaren Mittelpunkt, denkst du dir eine Information heraus. Genau. Es ist jetzt in einem ausgedachten Innerhalb, aus dem absoluten Mittelpunkt, denkst du dir in dir eine Information, die ja in dir drin ist, innerhalb von dir jetzt ausgedachterweise, innerhalb all. Ja. Und im selben Moment entsteht ein Außerhall, ja, das genau gespiegelt ist. Und die zwei heben sich von außen gesehen wie plus eins und minus eins vollkommen auf. Das heißt, in dir ist nichts, nur das, was du dir ausdenkst. Ja. Okay. Das aber in dir gar nicht drin ist, weil was ist eine Information als Ding an sich? Es ist, weil du dir es vorstellst. Wenn du das jetzt aber gleichzeitig machst, bleibt es nichts, wie plus 1 minus 1 plus 5 minus 5 nichts ist. Ja. Der Trick besteht darin, dass du bloß eine Seite davon anschaust und die andere weglässt. Mhm. Und dadurch siehst du was. Mhm. Jetzt erinnere dich an Diapositiv und Diapositiv. Mhm. Ich sage, wir machen ein weißes Blatt Papier und da tun wir jetzt nasse Farbe auftragen, ein schwarz-weiß Bild. Zu dem Positiv brauchen wir ein Negativ, wo wir dasselbe bloß gespiegelt machen. Das heißt, was hier weiß ist, schau das kleine Bild an, ist hier schwarz, was hier schwarz ist, ist hier weiß. Was hier 50% Grauton hat, 50% Farbe, ist hier auch 50%. Und wenn hier 10% ein helleres Grau, 10% schwarz ist, haben wir hier 90% Grau. Genau. Was passiert, wenn wir die zwei jetzt, die Schwarzen des Krishna, aufeinander legen? Dann hast du in der Mitte 100% Krishna, das wird absolut eins. Eins, ja. Das ist, Krishna ist der Punkt. Schwarz beginnt mit Schwa. Habe ich dir nicht gesagt, dass Schwa ist nicht, nichts, nichts, nichts heißt? Schwarze Loch. Das ist es nicht. Das ist der absolute Mittelpunkt. Das sind wir, das ist wichtig. Mhm. Okay? Jetzt ist aber dieses Nicht, können wir jetzt einen göttlichen Geist, der wie buchstabiert wird. Mhm. Pass auf, dann kommt nämlich RZ, schwarz. Wir haben jetzt nämlich eine berechnete Geburt, wenn wir das blau machen. Ja. Das heißt, dieses Nichts ist der Kopf des Geburtsgebers. RZ. In dem Moment, wo wir das hin aber zu einer berechneten Geburt machen, okay, dieses RZ alleine, das haben wir auch in Ares, der Läufer. Den Schöpfer, der ja schweißt, der nichts ist, schau dir das kleine Waff an. Da haben wir uns einen Spiegel mit innen und außen gespiegelt. Ja. Siehst du, das ist das Wahr. Und da haben wir die zwei Js gespiegelt gegenüberstehen. Ja. Das ist das Aleph, das vor allem steht. Genau. Ja. Das ist verrückt, genau. Ne? Wie das Physik war, die Zeichen, alles schmilzt zusammen. Und da haben wir jetzt RZ und jetzt kriegen wir, wenn wir da RZ hinten dran hängen, kriegen wir die Erde. Ja. Mhm. RD heißt wieder erwecktes Wissen. Ja. Die augenblickliche Berechnung, aufgeweckt, W-Eck, Doppelt-Eck, denk an den Eckspiegel, Triplett-Spiegel. Ja. Okay? Mhm. DE ist immer ein geöffneter Erkenntnis, ein Wissen. Er kennt. Kennen haben wir doch heute schon gehabt, das ist das F-Fundament. Mhm. F-Unter heißt Facetten, die ich als Welle hochhebe mit Plus, Minus und Lügen verbreiten. Ja. Das RZ für sich alleine blau gelesen, diese berechneten Augenblicke. Entschuldigung, ich habe verkehrt, RZ brauchen wir. Diese berechnete Geburt in unserem Schwarz wird jetzt zu Beruchstücken. Beruch ist im Geist. Druck wiederum alleine ist nicht nur der Geist, sondern auch der Wind und die vier Weltgegenden. Vier Weltgegenden, ja. Ja, da
dabei ist, hat jetzt extrem viel Freude, ich hoffe. Das ist ein ZW-Ischenraum. Ischen heißt schlafen in einem Raum, der Befehl zu schlafen in einem ausgedachten, um dich herum ausgedachten Raum. Und das wird im klassischen Hebräisch Sinn, ist die vier Welt, Gek enden, Gek wiederum, Gak, Gal, ist das Ausgedachte, die symbolischen vier Tetraederspiegelseiten. Das hängt in dem Sinn, hängt Hüben 3 und Drüben 3, hängt das alles zusammen. Jetzt merkst du, dass das wirklich Physik, Religion, alles fällt in einem Punkt zusammen mit dem Zeug. Aber wir machen nochmal unsere Kamera obscura, dass jetzt hier dies, was wir als Punkt definieren müssen, dass das, was du dir ausdenkst, Hüben und Drüben, sich vollkommen negiert, dass in dir eigentlich immer nichts bleibt und alles gleichzeitig ist. Und wenn wir uns jetzt so ein Bärchen ausdenken, das spiegelt sich hoch, das kann ich ganz genau erklären, dann hast du die Möglichkeit, was zu erschaffen, indem du bloß eine Seite anschaust. Das heißt, solange ich hier wieder nochmal unten hinschaue, erst wenn ich dir positiv und dir negativ, dieses Plus, Minus, eine Seite anschaue, sehe ich was. In mir drin sind die zwei Oberkrishna. Ja. Und dieses Ratz ist jetzt, jetzt müssen wir jedes Mal gleich weg, jetzt schauen wir uns wirklich das Ratz an, das Bruchstück ist ein Läufer. Das beginnt jetzt in dir an zu laufen. Aber schau, Licht geht auf und er ja. Auf ist wieder AOB, das ist die Schöpfung mit den zwei Bündchen drüber. Denk an das alle vorne. Plus, minus, jetzt immer unser Spiegel mit den alle, mit den zwei Js machen wir, den Schöpfer machen wir die zwei Bündchen drüber und es sind aufgespannte Facetten, die in dir erweckt waren. Ja. Der Totalwert interessanterweise ist AI 11 unendlich. Das ist 11. 11, 11. Und das ist die berechneten Geburten. Die 29, ich kann auch 200 berechnete Geburten, kann ich auch die 0, wie du das oft magst, kann ich sagen, zwei Spiegel. Atpasch setzt die große Kollektion in sich selber, aber das wäre jetzt der Ratz, der Läufer, die rationale Geburt sind Gedankenwellen. Die laufen aber nicht von A nach B, sondern nur so, niemals in der Longitudinalen. Ja. Könnte ich jetzt mit Fourier-Transformation und Physik. Die Schwierigkeit bei Holofeeling ist, wenn ich es einem erkläre, muss ich immer zuerst einmal das Grundwissen der Physik voraussetzen. Und ich muss eben, weil ich ja nur mit wieder Jesus, schau dir die Jesus-Filme an, die Schriftgelehrten sind ja sowieso alle verkopft, die kannst du in der Tonne klopfen. Ganz wenige, die neugierig sind. Das ist drum, ist Ares heißt auch dieses klassische Wort, was mit Erde übersetzt wird, dieses erweckte Wissen. Drum, wenn man das Aleph als Vorsilbe liest, ist eben schlichtweg und einfach dieses La ND, die Lichtschöpfung ist jetzt wieder ND, ein Auf- und Abschwingen. Abschwingen. Das hast imperfekt gelesen. Aleph als Vorsilbe heißt ganz normales Hebräisch, ich werde ein Läufer auf Erden. Ich fange an, immer in dem Kopf auf einer ausgedachten Erdoberfläche rumzulaufen, obwohl es in mir selber nur aus ständig wechselnden Bildern besteht. Mhm. In der Physik sind es auch die Fachumfluktuationen, die hast du da mit drin. Das ist Plus und Minus, es taucht beides gleichzeitig auf und vernichtet sich. Aber da die Plus und Minus sind, muss ich, um was zu sehen, eine Seite im Hintergrund lassen. Es ist für dich nur hell, wenn du schwarz vergisst und es ist dunkel, wenn du hell vergisst. Wenn wir uns jetzt aber in die Synthese erheben, in den Mittelpunkt, dann sehe ich, dass hell und dunkel gleichzeitig da ist. Und nicht abwechselnd. Es ist eine Illusion, dass sich was von A nach B bewegt, entweder Dinge, die sich in mir beim Träumen austauschen mit Lichtgeschwindigkeit, bewegen sich weder von A nach B noch durch Raum und Zeit. Stimmt oder stimmt? Ja. Das ist dieses alte Beispiel, wenn ich als Urheimer denke, nochmal zurück, ich sage, ich denke mir jetzt eine Diana nach Wien und ein Redo nach Zürich. Die sind beide hier, ich denke sie mir nur aus, die sind aber in mir drin, in mir ausgedachterweise auch nicht, das hebt sich jetzt auf. Ich muss jetzt aus den vielen Sachen, in meinem Zentrum ist alles absolut gleichzeitig, bis ich mir irgendeine Facette über periphere Punkte heraushebe. Würde jetzt zu weit führen, aber wir haben jetzt ein ausgedachtes Zürich und ein Zür-Ich heißt übrigens zur Form gewordenes Ich. Zur Form. Mhm. Ein zur Form gewordenes Ich. Genau, ZDR. Mhm. Und jetzt ist es also so, dass also ich jetzt in der Zeit sieht es so aus, ich denke mir jetzt, dass der Redo losfliegt um 9 und ich denke mir jetzt, dass er um was weiß ich, 10.30 Uhr ankommt in Wien. Egal was ich denke es jetzt. Mhm. Und ich denke es hier.
Mhm. Ist es so schwer zu verstehen? Ja. Das stimmt an der Aussage nicht. Der massive dogmatische Glauben, dass du immer noch öffentlich in dem Wahn lebst, zu glauben, dass das, was du dir das ausdenkst, das Zürich und das Wien, dass das auch dann da außen existiert, wenn du nicht dran denkst. Das ist genau. Und dass das schon da war, bevor du es gedacht hast. Du brickst das zweite Gebot. Genau. Ja. Steht im Fall mit dem. Es steht, gell? Ich kann dir nur ans Herz legen, halte meine Gebote und meine einfachen Sinnsprüche. Sorge dich nicht um morgen und liebe deine Feinde. Fang an, all das, was du bisher bekämpft hast, zu lieben und fang dich an, für all das zu interessieren, was dich bisher überhaupt nicht interessiert hat. Und warum ist das bis dato nicht der Fall gewesen? Weil alles, was wirklich neu und wichtig wäre für dich, sobald deine Logik sagt, das brauche ich nicht, das interessiert mich nicht, oder gerade das ist böse und das ist falsch, hast du es bekämpft. Und umso mehr du was bekämpfst, umso wichtiger wäre es für dich. Um dich wieder zurückzuerinnern, was du wirklich bist. Die reine intellektuelle Erkenntnis, wenn du das jetzt nachvollziehst, was ich dir sage, dass du als Geist eigentlich immer bist und du dann noch, ich bin ja eigentlich ein Geist. Wo ist der Unterschied, ob du an einen Affen denkst oder an das Wort Geist denkst, wenn du an dich denkst? Du bist weder der Gedanke des Wort Geist noch der Gedanke an den Affen, den du jetzt denkst. Du bist ein absolutes Nichts, das immer ist. Und woher ich das weiß? Weil ich weiß, dass du eigentlich ich bist. Du bist nicht der, an den du denkst, wenn du jetzt an dich selbst denkst. Und du bist natürlich auch nicht der Uro. Das sind alles nur Gedanken. Mhm. Wer erzählt dir das? Erzählen dir das die Schwätzer, die in dir auftauchen? Das sind die Fehler, die du zu durchschauen hast. Und das funktioniert nur mit Holofeeling. Ohne Schutzzuweisung. Weil ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich nicht so niemanden, den ich mir vollkommen bewusst ausdenke. Wenn ich einen Führerscheinprüfungsbogen mir jetzt zum Beispiel ausdenke. Oder einen Roman. Dass ich den Dingen, die ich mir ausdenke, den Menschen, den Tieren, was auch immer, vorwerfe, dass die genauso sind, wie sie von mir erschaffen werden. Ist das so schwer zu verstehen? Meinst du, dass Gott irgendein Tier anders haben will, wie er es erschaffen hat? Wenn Gott gewollt hätte, dass Regenwürmer fliegen können, wird es fliegende Regenwürmer geben. Genau. Wenn Gott gewollt hätte, dass Löwen Gras fressen, dann würden die Gras fressen und keine anderen Tiere. Über das größere Bewusstseinssystem können materielle Dinge verändert werden. Aber in die andere Richtung hin funktioniert das nicht. Nochmal, wenn du dein Programm veränderst, verändert sich die Welt um dich herum. Das heißt, wenn du deinen Glauben, deine Beschwörungskunst insoweit verändert, dass du nur noch das beschwörst, was du auch wirklich beschwören kannst. Ich könnte sagen, was du drauf hast. Alles andere Wunschdenken, das ist die höchste Schizophrenie, sich was auszudenken, das nicht existiert. Ich sage mal, was du besessen hast, bevor du dir es ausgedacht hast und sich das dann zu wünschen, dass man es haben möchte. Aber dann wieder panische Angst hast, weil wenn du es wirklich hast, dann ist es wieder eins mit dir. Alles, was du hast, bist du nicht. Ja. Das, was du bist, ist eins mit dir. Aber dann kannst du es nicht anschauen. Kannst du das ja nicht geschehen. Das ist ein ganz einfaches Denken aufbauend auf der Sprache. Sagt uns die Logik, dass Bewusstsein das Übergeordnete ist. Das ist jetzt wieder das Problem, übergeordnet oder untergeordnet. Was ist mit dem Überbewusstsein und dem Unterbewusstsein, wo dann irgendwelche ESO-Köpfe daherkommen, weil sie geistlos nachplappern? Das, was die einen Überbewusstsein nennen, nennen die anderen Unterbewusstsein. Die Grundlage ist ganz leicht zu erforschen. Wir haben diesen absoluten Mittelpunkt, der nicht denkbar ist. Nenn ihn Bewusstsein, reines Bewusstsein. Das eine Bewusstsein nennt es Gott. Und jetzt ist es, wenn du die Quelle allen Seins, die wir jetzt Gott nennen, in den Himmel hochdenkst, weil du so programmiert bist, der wohnt ja im Himmel oben, dann fällt dir was ein aus der Quelle allen Seins. Ja. Und wenn du den El Hayom, Gott das Meer, dir nach unten, in die Tiefe des Meeres, der Weisheit reinlegst, dann taucht was in dir auf. Ja. Aber du machst den Fehler, dass du hier dieses absolute Bewusstsein, den Mittelpunkt, nach oben oder nach unten denkst. Was ausgedacht ist, aus ausgedachten Dingen kommt nichts. Die kommen aus dem absoluten Mittelpunkt. Habe ich tausendfach erklärt. Also du merkst hier schon wieder große Fehler der Logik. Das übergeordnete kausale Bewusstsein, Kausalität ist... Alle Verbindung wirkt vom Bewusstsein auf die materielle Realität. Bewusstsein kann also als die Gesamtmenge beschrieben werden, von der die physische Realität nur eine Teilmenge ist. Das ist jetzt wieder absolut, wenn ich Bewusstsein als das Alles und Nichts, das ist unser All und La,
Beide Wörter bedeuten nichts. Unter anderem, wir haben da mehrere Sachen, wo ich immer wieder sage, wir haben unser Schwa, ja, eine Nichtigkeit, wir haben unser All, Ei. Kommt noch, wir haben Gott, ja, ist nichts, wir haben unser La, das sind verschiedene Arten von Nichts, die wir definieren, Nein, nichts, Verneinungswort, nichts, BL, unser Schöpfergott, das habe ich ja tausendfach alles erklärt, nicht, auch nichts, un, BL noch. Das ist sehr wichtig, sehr wichtig, dass man das begreift, dass die alle gesetzt werden, ganz, ganz bewusst geschöpft werden können. Das sind Unterschiede, auch mit dem Wort, wenn ich immer wieder das Wort Mensch, was definiere ich Mensch oder Menschen, dass dieses System eine tiefere Programmebene ist. Und die muss dich nicht interessieren, ich kann nur neugierig machen, momentan ist wichtig, ich erkläre dir, was du bist und wie du funktionierst und wenn du dich jetzt bewusst beobachtest und du dir bewusst wirst, wie einseitig du bist, wie rechthaberisch du bist, wie du festhältst an Macken, an Kleinigkeiten, jede Kleinigkeit, die du gebetsmannhaft in deinen Ritualen wiederholst, in deinen täglichen Ritualen, hält dich in diesem Programm fest. Eigentlich handelt es sich um eine Simulation, die das größere Bewusstseinssystem kreiert. So, da waren wir jetzt. Jetzt schauen wir uns die Simulation kurz an. Bewusstsein des Meeres wird aufgespannt. Es im Hebräisier, das Bewusstsein des Meeres ist verbunden. Wir machen mal bloß einmal die Simulation. Das heißt, da muss ich jetzt fast, Moment einmal, da setze ich jetzt den nochmal, dass man vielleicht den feststellt, dass man da zwei, schau, wenn man die jetzt nämlich, dass man die gleich anschauen können. Dass ich, da kann ich nämlich nicht zurückspringen. Das ist für Similis, ist immer derselbe, ähnlich gleich. Ich will da jetzt nicht so arg mich in den Details verlieren, das ist also zuerst einmal zugleich, und zwar wie unsere zugleich zur Beziehung der zeitlichen Vereinigung zweier Subjekte. Was heißt der zeitliche Vereinigung zweier Subjekte? Letztendlich ist jedes Subjekt, das du dir ausdenkst, hier und jetzt. Genau. Und ich mache jetzt einmal die großen zwei Subjekte, das eine nochmal Vergangenheit und das andere nochmal Zukunft. Ich kann nicht oft genug sagen, was ist, taucht hier und jetzt auf, unten hinschauen, Vergangenheit, Zukunft. Wir drehen das einfach um 180, hier um die Drehung in die Transversale und dann ist es jetzt. Aber es ist immer noch auseinandergedacht. Wir denken uns was hoch jetzt, wir rechnen uns was auf, wir überlegen uns was und es kommt aus uns. Das ist dieses Prinzip. Wenn ich noch meine, ich denke mir jetzt was in die Vergangenheit und ich meine, es kommt aus der Vergangenheit oder in die Zukunft, es kommt beides aus dem Jetzt. Ja. Okay? Und das ist zusammen. Una, haben wir das Uni schon? Una, ja. Wie unser Zusammensein, der räumliche, und da gibt es Vergleiche, Jordan, bla bla bla, das ist über den Jordan gemeint, absolut bla bla bla. Jetzt habe ich wieder so viel. Jetzt werde ich die gern alle einzeln übersetzen, Wort für Wort einzeln übersetzen. Du würdest dich wundern, was da drin steht. Das ist das Einfachste, ist immer, man macht erst einmal die Maschinenübersetzung, wo natürlich jeden Altlateiner die Haare zu Berge stehen, wenn man das macht. Der sagt, so kann man das nicht übersetzen. Ich sage, du siehst doch, dass die Maschine das kann. Genau. Schon wenn einer sagt, so kann man das doch nicht übersetzen. Schau mal. Ein Verstand mit Körper. Ein Verstand mit Körper ist ein Blödsinn, weil der Verstand ist das Programm, das die Körper aufschmeißt. Mhm. Da haben wir unser Ani. Mhm. Das ist ein blaues Ich. Ja. Mit Körper versehen. Das ist ein blaues Ich. Ist du denkst, dieses ist das Programm. Ja. Von diesem Ani wird jetzt dieser Körper erweckt. Mhm. Jetzt muss man mal auf, wo war denn das die schöne... Wie in mir sind zwei Erscheinungen, erweckte Spiegelungen.
Inflatus. Was ist das? Geblasen, ja, Inflation. Denk an die Kugel des Nichts, bläst sich zuerst einmal hier, was ich jetzt als zwei Halbkugeln nehme, sind eigentlich zwei Tetraederspiegelstrukturen. Jetzt pass auf, jetzt springen wir mal ganz kurz in die Ohrenbadungsschriften rein. Und zwar tausendfach gezeigt, da haben wir doch jetzt hier zuerst einmal die fraktale Oberfläche. Die sind lauter Ecken, siehst du das, die aufplatzen, rot-blau. Aber wenn du das jetzt anschaust, sind es drei Spiegel. Wir haben die bloß aufgeblasen. Ja. Üb drei und drüben drei. Ja. In der Rot schiebt sich das zusammen. Mhm. Jetzt merkst du, wie das quadratisch wird alles. Das knickt sich hier. Das ist jetzt eigentlich die eigentliche Struktur. Schau, jetzt kriegen wir konkav, konvex. Da muss ich, jedes Wort selber wird selbsterklärend in der Physik alles aus diesen Mittelpunkten herausspringen, die ich jetzt nach außen stelle. Mhm. Es ist eine vollkommen neue Physik, die auf der bestehenden Physik aufbaut, wo nichts weggelassen wird, sondern nur die vielen Teile hinzugefügt werden, dass das für dich ganzheitlich erkennbar wird. Mhm. Die Aufgeblasenen sind verärgert. Schau dir das einmal an. Alles, den ganzen Tag, ja. Todos, den ganzen Tag muss irgendwas sein. Okay. Das ist immer wieder. Ja. Alles klar, ne? Ja. Das ist jetzt nur maschinenübersetzt. Wenn wir jetzt da ins Eingemachte reingehen, wird es noch wesentlich besser. Und Latatio. Simulation. Lati. Da steckt das Wort Latein schon mit drin. Heißt jetzt im Spiegel gespiegelt. In die B-Reihe, im Spiegel passiert das Ganze. In großer Ausdehnung, ein Reichet ist das Licht des Ich. Mhm. Kannst du ungefähr erahnen? Ja. Darum sage ich immer wichtig, ob mir jetzt lateinische Wörter, Latte heißt auseinandergespiegelt, oder griechisch, GR, ist es die geistige Berechnung. Ja. Griechisch wird zu Erscheinungen. Mhm. Wichtig, ob mir Wörter jetzt im Lateinischen oder im Griechischen haben. Und du wirst dann feststellen, dass viele Wörter, da hast du übrigens auch erst darauf hingeschwiesen, dass die Tode im Lateinischen in deinem letzten Selbstgespräch, dass das jetzt erst einmal hier Todus genau genommen, also hier die Tode heißt ja so viele, weil das normal viele übersetzt. Und wir können jetzt das Tode im Griechischen ja machen. Ja, das ist eine Form, eine Vergangenheitsform. Da. Einmal zuweilen. So genau. Viele waren da angeblich in der Vergangenheit. Die sind aber bloß Sinusöffnungen. Die sind hier und jetzt, wenn wir diese Gedankenwelle aufschmeißen. Aber ganz wichtig, GW, der Geist E-Quadrat wird doppelt aufgespannt. Wir blassen es ja so. Zwar immer paarweise. Mhm. Zwei einander entsprechender Sätze. Ja. Wenn was entsprechend ist, hört das Sprechen auf. Das ist, denk wieder, paff, das ist unsere Kugel, die letztendlich die Tetraeder sind. Der Punkt in der Camera Obscura, deine Informationen, was ist eigentlich in dir drin, wenn du jetzt an eine Erdkugel denkst? Ja. In dir drin selber ist nichts. Du stellst dir die doch vor, KGL, Kugel, ja, wie eine Welle. Ja. Unser Reih platzt auseinander in eine Kamera, in einen Bogen, das Gewölbe, die Kamera, und in das Obscura. Was ist eigentlich Obscura? Die Kamera haben wir gehabt. Das Obscuro, das war finster, finster. Richtig, in Schwarzen. Schwarze, das Finstern ist dunkel. Ich sage doch, das Schwarz, Schweiß ist es nichts. Das nicht. Vorgestellte, ja. Das Schweiß, die Minushälfte dazu, die, wenn du beide gleichzeitig denkst, ist alles schwarz. Ja. Denk wieder diapositiv, genau, diapositiv, Matrize, Matrize. In dem Moment, wo ich mir eine Frau denke und einen Mann denke, ich denke ein Puzzlestück, das wäre jetzt ein Puzzlestück und da fällt was. Und ich denke mir ein Puzzlestück aus, wo eine Nase dran ist. Ich darf die Nase nicht wegschneiden, sonst fällt was. Wenn ich das zusammenlege, löst sich das gegenseitig auf. Ja. Drei Stunden, das schießt uns ab. Lass mir das einigermaßen gut sein hier. Ja.
Ich weiß nicht, wie lange die Aufnahme gehen kann, nur 3 Stunden. Noch. Zwei, ja, länger wie wir es haben. Wo war ich jetzt? Moment, jetzt muss ich das mal den Reader, da muss ich rein und dann kann ich das wieder wegschalten. Danke. So, jetzt müsst ihr mich wieder haben. Ja. Es waren jetzt viele kleine Puzzlestückchen, die baffeln Geistesfunk mit wenig Intellekt. Wenig meine ich nicht negativ. Ja. Also die wenig von dem wissen, was in ihnen drin ist. Mehr Fragezeichen aufwerfen wie sonst was. Aber es ist dann bei jedem, wenn ich mir verschiedene intellektuelle Systeme, die das jetzt anhören, wenn Geist im Hintergrund ist, kann ich nur neugierig machen. Und du merkst, ich habe das so vereinfacht, dass ich wirklich nichts weglasse. Das heißt, bei Holofeeling hörst du nie, dass irgendeiner nicht recht hat, sondern ich sage dir, wo das hingehört, im Heiligen Ganzen, das Puzzlestück. Das wir uns jetzt nur ausdenken, aber das aus uns gar nicht herausgenommen wird, weil egal, wo du dir was hindenkst, es geht nicht aus dir heraus. Ich kann mir jetzt schnipp in Mond denken. Wo war jetzt die ganze Zeit der Mond? Ja, in mir. Und jetzt denke ich in mir, in mein Innerhalb rein, weil mein Mond, der ist jetzt in mir drin, innerhalb, und ich kann den jetzt noch außerhalb machen, den lasse ich jetzt aber normalerweise weg. Okay, weil mir jetzt bewusst ist, dass ich mir nur die Innerhalbhälfte von mir in dem Punkt, die Innerhalbhälfte anschaue, darum sehe ich das in mir. Obwohl das gar nicht in mir ist, weil ich stelle mir innerhalb von mir jetzt einen Mond vor. Schaue ich jetzt auf meine Verabrede und ich sehe auf der Verabrede den Mond, der ja auch meine Information ist, ist mir in dem Moment nicht bewusst, dass das innerhalb von mir, dass dieses Signal eigentlich auch innerhalb von mir ist, weil ich dann den Fokus bloß auf dem Außerhalb habe. Und wenn ich mich jetzt krank fühle, ist mir nicht bewusst, dass ich im selben Moment gesund bin. Und wenn ich mich jetzt gut fühle, gesund fühle, weiß ich nicht, dass ich im selben Moment schon krank bin. Die Heiligkeit, das ist der Punkt in der Mitte. Das ist hier. H-I-E-R, gespiegelt R-E-I-R-E. Das hier ist der Rei. Rot, Rei-He ist die Quintessenz. Und hier, rückwärts gelesen, ist immer wieder, hast du dann, sind wir zigfach darauf eingegangen, können wir jetzt mal schauen. Ich will nicht nochmal zurückspringen. Einfach einmal Rei-He eingeben und dann spiegeln, du kannst das spiegeln und dann kannst du auch hier das hier, das ist, du wirst merken, du kommst aus dem ganzen System raus. Ob wir Formeln anschauen, wenn wir in Physikbecher gehen, ob wir in Chemiebücher reingehen, wenn ich immer sage, Wasser, H2O, das Hydro, L-H-Jom, Gott, das Meer, Hydrogenium, Udor, Udo-S, das ist der Kopf des Udo. Udo S steht der Udo, der Kopf des Udo. B. Roschid inmitten dieses Kopfes. Jetzt nicht bitte wieder an den ausgedachten Udo denken. Ich behaupte, ich bin du. Und da ist natürlich jetzt Menschen, die das nicht interessiert. Ich sage jetzt von dir, was sind jetzt die Menschen? Egal, wen du dir jetzt denkst, es ist ein Gedanke, ein ganz abstrakter Gedanke. Und umso mehr sich das in dir realisiert, das heißt, wenn dann der reine Gedanke, du kannst dir immer bewusst machen, was ist jetzt da. Gedanklich und sinnlich wahrgenommen. Aber immer daran denken, der Monitor, der jetzt in einer gewissen Entfernung vor dir zu stehen scheint, ist deine Information, sonst könntest du ihn nicht sehen. Tausendmal sage ich, selbst der Materialismus schreibt dir vor, dass alles, was du Geist wahrnimmst, in dir drin sein muss. Ich mache dann immer noch in deinem GE-Quadrat Hirn. Ja. Hirn, hier existierend. Ich muss bloß das E weglassen. GE-Quadrat ist hier, Hirn. Es ist ein Symbol über die Sprache, das wird direkt erklärt. Deutsch-Ivri ist wichtig. Und das alles ist noch Hieros, und wenn du die Reihe umdrehst, hast du in der Reihe das heilige Hieros. Wir wissen das alle. Und wir können nur neugierig machen, das sind die Geistesfunken, diese Mühe, wenn ich sage immer die ersten. Das ist, ich arbeite seit tausenden Jahren dran, tausend ist Elef ist Alef. Wahrlich, ich sage dir, ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind wie ein Tag. Und wenn du mal gießchen, und das ist jetzt natürlich bewusst ausgedacht, symbolisch gesetzt, einige Namen, wo ich sage, die sich seit 10, 15 Jahren, noch 20 Jahren damit beschäftigen. Zuerst am Anfang, aber nebenher, wenn man es das erste Mal hört, und dann verlagert man im Alter den Fokus. Jetzt, was du sagst, die Hanni, was die dir für Freude gemacht hat mit der Schrift. Aber die kommt doch auch. Meinst du, wirst du aber nicht glauben, dass eine Hanni, die du dir ausdenkst, irgendwas anders schreiben könnte? Du kriegst jetzt ein Gefühl, was Holofeeling bedeutet. Mhm. Dass wir ein Geist sind. Mhm. Das ist UB.
JCH vorm Bücherregal und dass die Geistesfunk derselbe Geist ist, nur mit unterschiedlichen Programmen, die vom selben Geist durchschaut werden, der aber in eine Teilvergessenheit geht, solange hier, jetzt am Anfang, solange du dich natürlich voll mit den Gedanken von dir verwechselst, ist ja überhaupt noch kein aktives Bewusstsein da, ich nenne es einmal so. Das ist mein Symbol, träumender Geist oder Computer, aber dann wird es irgendwann einmal wird es rund. Das, was du machst, solltest du für dich selber machen. Das ist aber auch, was du für andere machst. Du musst mal lieben, zuerst in dem materiellen Sinne kriegen, dass Liebe nichts zu tun hat mit der blauen Liebe. Die blaue Liebe ist selektiv. Ja. Sobald du sagst, das liebe ich, das ist richtig, und du beziehst es auf irgendeinen Gedanken von dir, bist du schon entheiligt. Ja. Und du wirst bis in alle Ewigkeit leiden. Unser Geschwätz mit Corona, ob ich dafür oder dagegen bin, das sind Themen, da gehe ich mit Holofeeling gar nicht drauf ein. Ich sage, schau, was jetzt da ist. Du magst dich körre. Ja, lasse ich mich impfen, lasse ich mich nicht impfen. Die Frage stellt sich für den Träumen, für den Beobachter gar nicht. Ich wünsche mir, dass du nur schaust, was dein jetziger Intellekt macht, wie er zum Spinnen anfängt. Es ist wie ein Computer, der fängt an zum Spinnen und macht, was er will und nicht das, was du willst. Aber was willst du? Du willst das aber an dem, was in dir abläuft, dich nicht einmischen und dich nicht verändern. Das Tierchen gucken. Eins meiner ältesten Beispiele, ein Tierforscher wird Tiere, die er beobachtet, nicht qualitativ bewerten. Mhm. Er schaut einfach und versucht raus, wie sie funktionieren. Das ist der Sinn des Lebens. Mhm. Du musst der werden, der sich voll dafür interessiert, wie der du ein Leben lang zu sein geglaubt hast, funktioniert. Und im Praktischen wirst du feststellen, dass sich alle wirklichen Probleme wie von selbst auflösen, spätestens das Vorgelegte, wenn du den nächsten Gedanken denkst. Aber denkst du wirklich einen neuen nächsten Gedanken, wenn du bloß immer wieder Variationen von Variationen deiner Logik wiederholst? Iterieren. Ja. Drum ist immer die Frage, dann wird der Udo-Programm, Udo-Programm, Udo-Programm ist UP-Programm. Also da muss ich mich als Brüssel reduzieren. Lässt du dich impfen? So, die Frage stellt sich für mich gar nicht. Stell mich die Frage dann, wenn es jetzt aktuell ist. Ja, genau. Der Witz ist schlichtweg und einfach, solange du dich ständig von einer von dir ausgedachten Zukunft narren lässt, die ja gar nicht anders sein kann, wie du sie dir denkst. Das große Problem ist, du denkst dir Zukunft auch, wenn du denkst, ich weiß ja nicht, was morgen passiert. Ich sag doch, du weißt es, du hast Holofeeling, morgen passiert gar nichts. Gar nichts, wie viel Mal habe ich schon gesagt, morgen um 10 Uhr gibt es kein Freibier. Noch krasser, wenn du mir beweist, dass du in 2 Minuten ein Glas Wasser trinken kannst, dann mache ich dich wach. Jetzt musst du die 4 Seiten mitdenken. Das wird dir nicht gelingen. Du kannst ja nicht in 1 Minute aufstehen oder in 5 Minuten aufstehen. Du kannst es jetzt denken, dass du jetzt an deinen Körper denkst, und du denkst dir, dass der in 5 Minuten den Arsch vom den Zettel hochhebt. Ja. Haben wir es wird jetzt gedacht, feinstofflich. Ja. Jetzt muss man wieder wissen, was ist der Unterschied zwischen Wirklichkeit und Wahrheit. Ja, das. Und ein reiner, hundertprozentig sicherer Beweis, dass in einer jetzt ausgedachten Zukunft und in einer jetzt ausgedachten Vergangenheit niemals Materie als Ding an sich und Raum und Zeit existiert hat. Alles, was existiert, kann nur hier und jetzt in deinem roten Kopf existieren. Und alles, was du dir räumlich oder zeitlich woanders hindenkst, ist rein nur ein feinstofflich sofort überprüfbarer Gedanke. Und alles, was du sinnlich wahrnimmst, ist auch hier und jetzt. Das heißt, optisch sinnlich wahrnehmen kannst du nur was, wenn es auf deiner Farbbrille ist. Dann musst du es anschauen. Das heißt, jetzt existiert nicht einmal hier das Bild hinter dem Redo. Der Redo kann sich jetzt hinter sich seine Küche, seine Dunstabzugabe, die ist nur feinstofflich. Weil die jetzt woanders ist wie auf der VR-Brille. Was musst du machen, dass wenn du auf die VR-Brille den haben willst, dann musst du deinen jetzt ausgedachten Kopf drehen und dann taucht auf der VR-Brille, wo jetzt der Monitor ist, das sind übrigens die 2 Seiten hinten und vorne, taucht dann dieser Dunstabzugshaube auf. Mhm. Stimmt oder stimmt? Ja. Der Witz ist aber, dass ein ausgedachtes Objekt, das du drehst, du bist ja immer der Mittelpunkt. Denk wieder dran, wir denken uns eine Tasse aus, die stellen wir vor uns hin und jetzt haben wir schon das Problem, wir machen jetzt mal nur die 4 Seiten. Dann muss ich mir denken, dass ich als Zuschauer mich um die Tasse herum bewege. Henkel rechts, Henkel links und so weiter und so fort. In Wirklichkeit bin ich aber immer die Mitte. Das heißt, ob ich jetzt das Objekt drehe, jetzt haben wir bewegten Beobachter, Beobachter. Denk an unseren RZ, die berechnete Geburt ist auch der Läufer, lief auf.
Und dann wird was in dir erweckt. Das ist, du bist in dieser Tetraederstruktur und du schaust, du änderst nur den Blickwinkel. Selbst wenn du jetzt an deinen Geburtsort denkst, denkst du um dich herum diese Kugel, KGL, eine Welt, natürlich jetzt in einer komplexen Form, ich mache immer nur die zwei Seiten, sind ja 16 Seiten, und jetzt ist es, dass du mit der Angabe deiner Längen und Breiten gerade eine Blickrichtung machst und sagst, da bin ich jetzt oder da bin ich geboren. Der Gedanke ist da. Nein. Aber wenn du jetzt da bist, bist du ja zwangsläufig nicht auf der anderen Seite, weil du immer eine Seite weglässt. Mhm. Und die reine Angabe einer Radix-Horoskop-Angabe für die Ortsangabe ist nur der Blickwinkel, der eingestellt wird. Dass du natürlich stillschweigend jetzt vollkommen logisch dir den Radius der Erde ausdenkst, um dann dich auf die Sphäre dieser ausgedachten Erde hinzudenken. Das ist alles Unbewusstheit. Ja. Ganz einfach, wenn man es einmal gecheckt hat, mein berühmtes Zeichen ein Quadrat mit drei Strichen. Es gibt nicht nur eine Lösung, sondern unendlich viele. Nicht sagen, es geht nicht, sondern sagen, wo soll ich die drei Striche hinmachen? Wer in dir drin, wo willst du denn sonst machen? Außen machen mal, versuchen wir außen was zu machen. Außen ist Illusion. Aus, scharfes S ist B. Du beschwörst irgendeinen Scheißdreck, der dir logisch erscheint. Nichts ist trügeriger wie Logik. Religiöse Logik, wissenschaftliche Logik. Logisch ist eine geistlose Maschine, ein Müssen. Ich sage, du bist vollkommen logisch, aber kein bisschen Geist, Reichet. Nicht der Geist im Kopf des Schöpfer Gottes, der eine große Kollektion darstellt. Du weißt nicht, was geistreich sein bedeutet. Esain heißt Bewusstsein, ist nicht existieren, kann nicht existieren, weil es ewig ist und allmächtig ist. Und das bist du auf der nächsten Ebene, wenn du Holofeeling verstanden hast. Und dann wirst du zu Liebe, dann muss keiner vor dir Angst haben. Also Gott, wenn er was in dir vernichtet, ist er nicht böse, wenn er dir was wegnimmt, ist er nicht böse, sondern er will dir was vollkommen Neues geben. Du bist ein Computer, der ein primitives Betriebssystem mit absolut dusseligen Daten drauf hat, und ich will dir die jetzt wegnehmen, um Platz zu machen für was ganz gigantisch göttliches Neues. Und du wehrst dich wie ein Verrückter, weil du das nicht hergeben willst, weil du meinst, wenn ich das nicht mehr habe, dann gibt es mich ja nicht mehr. Es ist halt so. Deppen halt, sagt der Udo immer. Schau auf die Deppen. Mach die Deppen auf. Auch so eine Sache. Wenn du meinst, ich bin beleidigend, so Fäkaliensprache, wie man immer wieder, in dem Wort Fäkalien stecken die Fakten mit drin. Das Fagere, das Tun, Machen, Handeln. Denn jedes Wort, beobachte dich zuerst einmal, wenn du ein Wort hörst, ob du das negativ oder positiv interpretierst. Das Gift. Was ist da GI? Schrei ich doch, der Geist Gottes doch schon an. Die Gier, der Geist Gottes erwacht. Neo ist neu, Neo neugierig. Du musst neugierig werden. Jedes Kind ursprünglich, jetzt wieder als Symbol, Trockennasen auf dem Kind, ist am Anfang auf alles neugierig, was es noch nicht kennt. Dieser Zwang, alles in sich rein, in den Mund, in das Hier. P heißt ja, Hebräisch P heißt ja auch hier und heißt Mund. Alles in das Hier, in den Mundus reinstopfen zu wollen. Bis dann die dummen, gescheiten Eltern kommen und sagen, nein, das ist Bebe, das ist Bebe, das ist es nicht, das darf man nicht, das darf man nicht, das ist böse, du darfst kein Fleisch essen. Fleisch, die Inkarnation, das Karno übrigens, die Radix mit Karl, haben wir schon das Auto, das Selbst. Karl, ja, genau, das Auto, das Selbst. Das Fleisch, Fleisch. Das Wunder der Gestaltwerdung, Shi Elef, das Geschenk des Einen, der unendlichen Vielfalt. Schauen, das ist es auch wieder, ihr nickt und strahlt. Und jetzt denke ich mir wieder jemanden, der bisher hier in dem Video geschafft hat. Ich sage immer, die meisten haben ja eh schon nach 2-3 Minuten abgeschnitten und machen den Daumen nach unten, weil die so gescheit sind. Ganz wichtig, die denke ich mir jetzt als Kontrast. Die denke ich mir als Kontrast. Keine Schuldzuweisungen. Ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich nicht zu niemandem, den ich mir ausdenke, vorwurf, dass er so ist, wie er ist. Bist du schon ich? So, und jetzt beobachte dich. Wertfrei beobachten. Und dann lass dich mal überraschen, was du von dir alles erfährst, wenn du dich einfach mal wirklich die ganze Zeit anschaust, wie du reagierst. Wie du ständig Marotten und Kleinigkeiten wiederholst, wie du dich über was aufregst, wie du vor was Angst hast, wie du dir den Kopf zerblickst, ob du das machen sollst oder nicht machen sollst. In Bezug auf irgendwas, was dich erwartet, morgen oder übermorgen, das ist die Falle.
Und ich sage mal, dann wartest du nicht einfach, mach dir Gedanken. Mach dir Gedanken in dem Moment, wo es unmittelbar jetzt aktuell ist. Jetzt. Schau, ich sorge mich zum Beispiel als Brösel-Udo-Programm nicht um morgen. Du weißt, ich habe mich jetzt, sage ich einmal, als raumzeitliche Geschichte vor 25 Jahren auf Null gesetzt. Mir geht Geld total am Arsch vorbei. Ich habe mir damals geschworen, ich fasse kein Geld mehr an. Das ist natürlich eine einseitige Aussage, das habe ich jetzt erwähnt, relativiert. Das heißt, wenn ich zum Essen gehe und meine Maus tut mir ein paar Euro rein, dass wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, dass ich mir was zum Trinken kaufen kann, dann fasse ich das Geld an, wenn ich zahlen muss. Aber es ist mir gleichgültig. Es ist mir vollkommen gleichgültig. Darum kostet Olofeeling auch nichts. Und jeder, der da mitspielt, muss das eben mitspielen. Das, was du tust, machst du umsonst, weil wir wissen mittlerweile, dass alles, was wir für andere machen, machen wir für uns. Aber die anderen sind jetzt nicht diese Gedanken, sondern die Geistesfunken, die wir selbst sehen in unseren Programmen, wo wir es noch nicht wissen. Genau. Und jetzt ist es also so, dass dir eins klar sein muss, das ist so ein Grundsatz, jetzt mache ich ganz altes Holo-Feeling, um du als Geist glücklich, absolut glücklich zu sein. Solange du dich in der Rolle eines Trockennasenaffen befindest, sind drei Sachen nötig. Wenn du einen Hunger in dir auftaucht, muss was zum Essen da sein. Wenn du einen Durst hast, muss was zum Trinken da sein. Und ich sage im Winter irgendein kleines Loch, dass du da auch nicht abfriert. Mhm. Wenn diese drei Sachen gegeben sind, kannst du hundertprozentig glücklich sein. Jegliche Form von Unglück, die du jetzt erschaffst, entsteht durch Vergleich. Jetzt kommt die große Dummheit, dass du, ich lasse dir das natürlich träumen, du suchst dir das nicht raus, du denkst dir welche, denen es angeblich viel besser geht wie dir. Dir. Wir denken uns jetzt ja als Trockennasenaffen. Und in dem Moment, wo das Bewusstsein wach ist, ohne großes Wissen, musst du wissen, es kann niemals irgendeinen Gedanken von dir besser gehen, wie es dir selber geht, weil Gedanken geht es überhaupt nicht. Das sind vergängliche Existenzen. Das gilt auch für dich, wenn du an deinen Körper denkst. Jetzt sind die ersten kleinen Schritte, wo du dich an dich selbst, an das, was du immer bist, annähern musst, wo du eine panische Angst hast. Irgendwas zu verlieren. Und nochmal, du hast es verloren, wenn du dir es ausdenkst, unbewusst ausdenkst. Kann man was bewusst ausdenken? In dem vollen Bewusstsein, dass ich mir jetzt meinen Redo, meine Diana ausdenke und die sind in mir und die werden nicht existieren, wenn ich sie nicht denke. Ja, so, nicht so, ich bist du schon ich. Ja, das bewusste Denken. Was ist das neue bewusste Denken? Ja. Egal, Namen sind jetzt austauschbar. Jetzt kommt das Wort im Hebräischen, das eingedenkt sein. Kriegt so eine schöne neue. Ich sage immer wieder im Kleinen, dass ich sehe, und das ist ja nicht, das ist nicht ein Aufruf wieder, dass wir jetzt, wir sind da so oft drauf eingegangen mit Spenden und Energieausgleich, die esoterische Kacke, ich lege keinen Wert drauf. Wo ich am Wert drauf lege, ist, dass du dich am Leben erfreust. Du machst mir Freude, wenn du dich am Leben erfreust, wenn du neugierig warst, da machst du mir Freude. Und ich sage, viele, die jetzt da anspringen wollen, den Udo jetzt auf der Brösel-Ebene auch eine Freude machen. Und ich sage, selbst die Sachen, die ich dann Päckchen mit Essen, wo ich sage, schick mal was zum Essen, was dann eh mehr ist, oder an Kleinigkeiten, was mir mehr Freude macht, die ist, dass mir einer eine Freude machen kann. Auf der Ebene gibt es halt keinen anderen Austausch. Ja, ja. Aber es ist mir wirklich gleichgültig. Ihr wisst es. Wenn jeder, der den Udo kennt, weiß das. Es ist nie das Ziel gewesen, das zu sein. Aber bist du auch da schon nicht? Das heißt, gib. Du kannst eh nichts mitnehmen. Abgesehen davon, dein Besitz existiert nur, wenn du ihn denkst und dann existiert er in deinem Kopf. Das ist ein vollkommen neues Denken. Das muss installiert werden. Das muss zudem, eigentlich ist das ganz krank, hör genau zu, was ich jetzt sage. Es muss in dir zu dem werden, was eigentlich schon immer hundertprozentig so war. Du hast es nur vergessen. Nein. Dass du der Besitzer all deiner Informationen bist. Nein. Dir gehört sogar das heliozentrische Weltbild. Nein. Was sollen da die Rothschilds und die ganzen, die sind doch ein Nichts. Die können dir übrigens auch. Ja. Weißt du, was das für ein Gefühl ist, wenn dir das bewusst wird, was jetzt wie ein Witz klingt, kippt in eine vollkommen neue Qualität um. Weil wo kommt jetzt das heliozentrische Weltbild her? Wann existiert es eigentlich? Wo existiert es? Es existiert dann, wenn du es denkst, hier und jetzt in deinem Kopf hat es eine Vorstellung, die eigentlich deine Information ist. Camera obscura. Das Gewölbe im Schwarzen, im Nichts. Schwarz-Weiß, Weib, Weiß. Deutsche Sprache einfach, ich spreche mit Vatersprache. Ja, mit der Vatersprache, klar. Und es wird dir nicht erspart bleiben. Das heißt, alles, was ich jetzt sage, wenn du dich zumilst, ich mache immer wieder bei uns im Chat, jetzt denken wir wieder welche aus, die nichts dafür können, dass wir uns die ausdenken. Aber du musst jetzt wissen, dass ja hier
viele Figuren wiederum auch Facetten von uns sind, wenn sie wach werden, ob sie bewusst sind oder nicht bewusst sind. Und die Sache ist immer wieder, man muss sich was erarbeiten. Aber Arbeit ist keine Arbeit, wenn du es mit Freude machst. Wenn es deine Berufung ist, erinnere dich an mein Beispiel, wenn du wirklich eine Berufung hast, wenn du was mit absoluter Freude tust, bist du sogar bereit dafür zu bezahlen, dass du es tun darfst. Genau. Wenn ich jetzt den Udo nehme, wieder als kleinen musikbegeisterten, Stereoanlagen, Tonstudio begeisterten Menschen, ich hätte Geld bezahlt, als junger Busch in einem Tonstudio mitarbeiten zu dürfen. Ja. Wenn du dann irgendwann einmal den richtigen Beruf lernst, jetzt kommt natürlich sofort, ja, aber ich würde ja auch gern was anderes machen. Das ist schon total falsches Denken. Was willst du denn dann? Influencer? Du merkst, dass die Jugend das kannst, das ist Todesmaterial. Deine Elite ist Todesmaterial, tot so viele Gedanken, die du dir denkst, wo du meinst, das wären Menschen. Das sind geistlos nachäffende Affen. Ob das Mode anbelangt, das ist mein altes 20 Jahre altes Zungenbier-Beispiel. Die haben alle ihren eigenen Style, ihre eigene Meinung. Und ich sage dir, egal, wen du mir bringst, ob es ein Wissenschaftler ist, ein religiöser Mensch ist, wenn der den Mund aufmacht, sage ich dir, er äußert sein Programm, das er sich nicht raussuchen konnte. Es ist eine sehr unangenehme Wahrheit für einen, wenn jetzt wirklich Geist da ist. Ich mache mir keine großen Gedanken um irgendwelche Gedanken, die ich jetzt Menschen nenne. Mich ist nur der interessant, der jetzt sich noch massiv erwächst mit einem Körper, weil in Ansätzen der Art, was ich ihm mitteile, ihm, nicht den Körper, nicht dem Gehirn, dass du dir ausdenkst. Und wenn du das mit Freude machst, was müsste jetzt ein Redo oder eine Diana schon rein mit den Büchern, aber bei dir mit dem Gematrie-Explorer, den du benutzt, ich kann jetzt viele sagen, auch im Hintergrund an Andi, der das programmiert hat, was ja wesentlich weniger Arbeit ist, wie die Daten eingeben. Von den Büchern schreiben. Was du machst, machst du letztendlich immer für dich selber. Und wenn du jetzt erkennst, dieses Holo-Feeling, das Gefühl, alle Gedanken zu sein, aber kein bestimmter davor. Das ist das, was man nur wiederholen kann, wenn du jetzt das Letzte nimmst, was dich mit deinem Programm so begeistert hat, das ja sehr reduziert war. Ich sage, wenn das einmal wirklich installiert ist, müssen wir darüber nochmal reden und dann kann man mal ein bisschen Physik, wo ich jetzt ja nur neugierig mache und du wirst staunen, Wunder überwinden. Ja. Das ist es, nur Wunder. Was ist ein Wunder? Eine Wunde, die du berechnest. Ja. Eine Wunde ist, dass du was auseinanderreißt, du musst was auseinanderreißen. Eine Division, die Öffnung deines Intellekts erzeugt eine Vision. Bei mir, bei einer Welle, du nur Unterschiede sehen kannst, die Welle selber, wenn wir die jetzt denken, haben wir im Hintergrund einen Unterschied zur Welle. Das habe ich so oft den Hintergrund wegmachen, da brauchen wir, wo zwei sind, sind zwei. Sobald wir uns dann das denken, ja, müssen wir mal zwei, vier. Und jetzt schau mal, wie sich der Kleine, das AI, das befruchtet wird von einem Samen. Samen hast du übrigens wieder auch eine Form von Zeit, hebräisch. Das ist jetzt der Zeitpunkt. Mit einem Zamech vorne geschrieben. Zain. Zain. Sieben. MN. Man, Gestaltwertung. Teilen. Das ist auch eine Zeit. Da haben wir ja diese verschiedenen Wörter für Zeit im Hebräisch. Das sind so Kleinigkeiten, ich weise da immer wieder darauf hin, dass du merkst, wie mangelhaft irgendeine Übersetzung in eine andere Sprache ist. Dass hier immer Mensch steht, da Enosch oder Adam. Dann, wenn Zeit steht oder Zeiten stehen, immer, wo ich ein paar Mal darauf hingewiesen habe, dass ich da das Original anschauen muss. Steht da Ani oder Anoki? Ja, klar. Genau. Elementar. Das ist, wenn sie heißt, ich bin Gott. Das ist ein gebotenes Anoki. Aber Ani El Shaddai ist Ani. Shaddai, der Satan. Die schöpferische Existenz eines Intellekts. Das ist der blaue Mensch. Genau. Es ist Physik. Alles ist Physik. Alles ist geistreich gelesen. Eine große Einheit ist Holofeeling. Egal was. Und wir bleiben jetzt bloß immer Judentum, Christentum, Physik, Chemie. Weil das so der kleine Horizont ist. Wir können das auch ins Arabische, in den Koran verlagern, der ja nur Untersystem ist, dann wieder hier von dem Judentum. Christen, Juden, Juden, Christen, Moslems. So müssen wir es machen als Trinität, die zwei Brüder. Es wird alles beschrieben, hat nichts mit Zeitgeschichte zu tun, sondern mit Märchengeschichten. Das ist die Weisheit. Die Ebenen, die Metaphern zu verstehen. Und die schönsten Märchengeschichten stehen in den Physik- und in den Chemiebüchern. Wenn man sie richtig zu lesen weiß. Richtig heißt ganzheitlich.
Und dann sind keine Widersprüche mehr da, obwohl Widersprüche da sind, so wie sich Puzzlestücke halt zu widersprechen scheinen, die ich aber, wenn ich sie aneinander lege, was vollkommen Neues kriege. Genau. Und dann doch wieder das auflöst, wie die Patrizie und die Matrize sich die Unterschiede in der Patrizie und Matrize zu einer Einheit, zu der Heiligkeit vereinigen, aus der alles entspringt. Ja, jetzt lassen wir es, glaube ich, gut sein. Sonst noch Fragen? Ironisch gemeint. Und es geht, ich kann dich inspirieren. Kann ich mir wieder bloß sagen, wenn jetzt einmal die Diana hier, jetzt machen wir Zukunft bewusst, wird jetzt sein, wenn du diesen Vortrag hier auf den Holofeeling-Kanal, diese Vorträge einmal zusammenfasst mit dem Buch, wo du dazu geschrieben hast, wo du erklärst, das ist dann, wenn tiefer gehen in die Sprache, ein bisschen, dann kratzen wir ein bisschen an los. Ja. Aber das war dann immer mehr bewusst, umso mehr man sich damit beschäftigt, selbst beschäftigt. Und wichtig ist die Interesse. Darum betone ich auch nochmal zum Abschluss, dass wenn dich das nicht interessiert, lass es. Nicht, du musst jetzt die Zeichen lernen, du musst es lernen. Nein, du musst erst einmal in einen Frieden kommen, dass du einfach dich selbst beobachtest, wie viele Feindbilder du noch in dir hegst, wie rechthaberisch du noch bist, wie du an Einseitigkeiten hängst und vor allem mach dir bewusst, wie viel panische Angst du noch hast, irgendwas zu verlieren. Ja. Dein Körper, Geld, Besitz, geliebte Mitmenschen, Frau, Kinder, Eltern, egal was. Mhm. Dann hast du nicht verstanden, dass was du zu sehen bekommst, da steckt die Ehe drin, zwischen Plus und Minus, erfordert, dass du einen Unterschied schaffst. Du stellst dir das vor, du denkst dir das aus. Und dass jeder neue Gedanke das Ding wieder zerstört und das Ausgedachte wieder in dich reinführt, in das absolute Ding, wo nichts verloren geht. Und solange du das nicht akzeptierst, dass es so ist, solange du meinst, Glückseligkeit hängt davon ab, dass irgendwas Existierendes, was du jetzt denkst, auch dann da außen ist, wenn du es nicht denkst und dass dir das gehört und du hast genau genommen in der panische Angst, das, was gar nicht da ist, wenn du es nicht denkst, zu verlieren. Hör dir das an, wie krank das ist. Ja, das ist verrückt. Wir reden von dem, was hundertprozentig sicher ist. Wenn du an was nicht denkst, ist es in dir drin in der Einheit. Und wenn du dir es ausdenkst, ist es trotzdem in dir drin in der Einheit, so wie ein Bild auf dem Monitor, dieses Pixel-Arrangement in einer Matrix, immer auf der Festplatte bleibt, auch wenn das Bild auf dem Bildschirm auftaucht. Wir nehmen nichts, das Urbattel, denk an das Bild an den Menschengrab mit dem Krishna-Teilchen. Mein weißes Rausprojizieren, ein Weib, ich weiß, dass das Außen eine Illusion ist. Und selbst das ausgedachte Krishna innen ist eine Illusion. Es gibt bloß diesen absoluten Punkt in der Mitte. Es ist das Auge, wo man jetzt das als kleine Kugel, als Linse uns dann denken, dann verschiebt sich die Tiefenschärfe. Kann man so schön erklären. Das findest du in den Büchern nicht, obwohl es drin ist. Da müssten wir jetzt uns so Hologramme noch mit anschauen, wie die aufgebaut sind. Das wäre super. Und dann vervollkommen wir die. Und dann gehen wir in die Quantenmechanik. Ja. Das erste Gesetz der Quantenmechanik, seit über 100 Jahren, alles ist mit allem verbunden, ist auch alles bist du selbst. Und alles, was du dir ausdenkst, ist, weil du dir es ausdenkst und es ist hier und jetzt, so wie die Wellen das Meer nicht verlassen können, auch wenn man jetzt das verdampft. Jetzt machen wir es schon wieder komplizierter. Den Mittelpunkt nicht verlassen können. Alles ist mit allem verbunden. Du bist das verbindende Parameter für all deine Informationen. Du bist immer und deine Informationen sind ein Kommen und Gehen wie eine augmentierte Kugel. Jede, die sich umformt. Wobei du von der Peripherie der Gnede immer bloß die Stelle wieder siehst, die du anfokussierst. Das Bild übrigens findest du in der Quantenmechanik im Quantenbit. Ja. Das normale Bit ist bloß ein und aus. Ja, ja. Mhm. Was hier komplett aber weggelassen wird, ist der Schalter selber, wo wir das als Schalter betrachten. Es gibt keinen Schalter, kein Ein und kein Aus, wenn kein Schalter da ist. Ja. Schöniges Katze-Prinzip. Im Quantenbit wird jetzt das Quantenbit wie eine Kugel dargestellt mit einer oberen und einer unteren Hälfte. Und wenn der oben ist, ist es ein, wenn er unten ist, ist er aus. Und da gibt es viele Zwischenstufen, die dann gleichzeitig sind. Und das Geschwätz, was jetzt Physiker geistlos nachplappern, weil sie nicht wissen, was sie reden. Ich fange jetzt nicht nochmal an, mit meinem Professor bei einem Photon von einer Bewegung durch Raum und Zeit zu sprechen. Ich habe es so oft gesagt. Ist vollkommen unmöglich, wenn sich ein Photon mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, gibt es keinen Raum und keine Zeit mehr. Ja. Und dann denken wir uns an einen atomaren Zerfallsprozess, wo zwei Photonen in entgegengesetzte Richtung auseinanderspringen. Der weiß doch nicht, was er spricht. Meinst du, die Figuren, die du dir ausdenkst, wissen, was sie sprechen? Ja. Die wissen es prinzipiell nicht, weil es Gedanken von dir sind. Genau.
Die größere Frage, die du dir stellen sollst, weißt du das? Warum die das sprechen, was sie sprechen, wenn du dir die ausdenkst? Die Antwort ist ganz einfach, weil ich das jetzt denke. Warum denkst du das? Weil du irgendwie in dir eine Schrift oder Lautsprechergeräusche oder sonst was, wenn du ein Video anschaust, auftauchst. Und dann plapperst du nach und baust Vorstellungen in dir auf. Hast du es überprüft, was du glaubst? Der gute Abschluss hier. Ja, die Menschen mittlerweile sind so leichtgläubig, die plappern ja alles aus dem Internet noch. Was machst du selbst? Ja, du plapperst bloß die richtigen Vorstellungen noch. Die offizielle Presse, die Nachrichtensprecher, überprüfen die das, was die dir erzählen? Ist da überhaupt einer da? Ich habe vor 20 Jahren gesagt, wer hat eigentlich in Deutschland die Arbeitslosen gezählt? Wer zählt eigentlich die Weltbevölkerung und den Energieverbrauch? Du gehst ins Internet und schaust nach. Die Corona-Toten jetzt, wenn wir uns den Samuel Eckert wieder anschauen. Es ist doch alles nur heiße Luft, der denkt sich die doch auch bloß aus. Er ist doch so ein Christ, unser jetzt ausgedachter Samuel Eckert, denke ich mir, wenn der in Erscheinung tritt, so lasse ich dir den träumen, dass es ein richtig schöner Christ ist, der mir Spaß macht in der klassischen Form von falschgelehrten Christentum. Aber wo die große Problematik ist, auch bei den Zeugen Jehovas, kennt ihr das zweite Gebot nicht? Kennt ihr das zweite Gebot nicht? Erste und zweite. Was will ich mit euch anfangen, wenn ihr nicht einmal dieses einfache Gebot halt? Macht ihr kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel oder drüben auf der Erde? Die Beelet-R, die Bilder im Kinderweg, die sind in dir drin, weil du ein träumender Geist bist. Und sie sind, weil du das träumst. Du bist das verbindende Parameter für alles, was du dir ausdenkst. Und solange du irgendein Schwätzer dein Ding wiederholst, wie unser Stefan, da kann ich tausendmal, da merke ich, da ist nichts. Da ist nichts, was reflektiert. Wenn ich jetzt normal chronologisch denke und ich sehe den Chat und ich sehe, dass er mittlerweile in 3 Chat auf die ganze Nacht Einträge macht, der muss unendlich viel Zeit haben, aber im selben Moment hat er zumindest erkannt, dass er da nicht mitkommt mit den Wörter auffächern. Er könnte die ganze Zeit sich hinsetzen und mal mit vollkommener Neugier und Wahrungen lesen und dann wird er mitkommen. Ja. Mit dem, was ich sage. Aber der hat Besseres zu tun. Einfach irgendwas zuzumillen und geistlos was nachzuäffen, Weisheiten, angelesenes Wissen von sich zu geben. Ja, aber das ist halt, es ist aber jetzt nicht kein Vorwurf. Nochmal, ich verstehe das Bewusstsein. Es sind jetzt einfach Figuren. Jetzt geht du, Geist, gehst jetzt, je nachdem, wer du zu sein glaubst, mit diesen Aussagen ganz anders um. Mhm. Aber du schaust, dass das immer noch eine Spiegelung von dir ist. Mhm. Weißt du, ihr wisst es nicht zu schätzen. Am Anfang zumindest nicht. Dann schon irgendwie. Dann gibt es welche, die gieren nach einem neuen Update von dem Brösel-Uder. Weil sie merken, da ist was, da kommt was rüber, was alles andere überragt. Ja. Dann habe ich wieder meine alte Geschichte, wo ich früher erzählt habe, wie hier die, glaube ich, der dritte Band von den Offenbarungen rausgekommen ist, wo Bekannte dann, wo man immer mit dem Grill, der Jan weitergegeben hat und dann 3-4 Monate fragt sie, ob ich da nicht wieder mal komme, ein bisschen zu Besuch zum Grillen, einen Vortrag halt. Und dann frage ich sie, was sie von der neuen Schrift hört. Und dann sagte, ich habe das noch nicht gelesen. Das war, glaube ich, der dritte Band von den Offenbarungen. Ich habe noch keine Zeit gehabt. 3 Monate später. Ich habe dann nur gesagt, ich habe auch keine Zeit. Was, ich sage immer, was meine jetzt normal gedacht in 3 Monaten, wie viel Scheißdreck, die sich im Fernsehen oder sonst wo reingezogen hat und die schriftlich da. Dann weißt du das nicht zu schätzen und dann hast du es nicht verdient. Und jetzt ist jetzt kein Vorwurf gegenüber, sondern ein Gedanke, den ich mir ausdenke. Ich rede mit dem Geist, was du zurzeit hast und was dir zugänglich ist. Beobachte dich einfach, wo es dich hinzieht. Und ich sage nochmal, wenn dich das Auffächern und das Zeug nicht interessiert, ist das vollkommen okay. Aber dann halt bitte deinen dummen Mund und misch dich nicht überall ein, weil dann hättest du eigentlich begreifen oder verstehen, mindestens so viel Bewusstsein, wie jetzt der Steffen, der sagt, ich kann das noch nicht, das weiß ich nicht. Ich sage, du wirst das bis in alle Ewigkeit nicht kennen, wenn du nicht einmal anfängst, es zu lernen. Mhm. Von nichts kommt nichts. Genau. Aber wenn du das jetzt aus Kaufmannsdenken lernst, weil du meinst, du kriegst eine Belohnung dafür, watsche ich dich zweimal ab. Das ist. Ja. Jetzt mache ich einen kleinen Ansatz an den Geistesfunken, der unser Urprogramm hat. Wir hatten dasselbe Ugur, unser Urprogramm. Aha. Der weiß, wovon ich rede. Das war, wir hatten zigfach einen Stefan, wir hatten einen Markus, wir hatten einen Ron, der dann aus dem Fenster gesprungen ist, sogar danach. All die, die diesen Chat zugemüllt haben, sind irgendwann einmal so vom Leben abgewatscht worden. Und dann ziehst du dich automatisch zurück und dann fängst du, dann bist du zwar noch dabei, aber du schaust dir das aus dem Hintergrund an. Mhm.
Und ich erspare dir das, indem ich das sage. Übrigens macht das nicht ich, sondern ein Gesetz im Hintergrund. Nicht der Udo ist böse oder Gott nochmal. Ich mache dich zum Richter über alles und jeden. Und wenn du wieder besseren Wissens, wer nicht hören will, muss füllen. Ich sage nur einmal lang nicht auf die heiße Herdplatte. Ich sage zu dir, hör auf, geistlos mit irgendwelchen Videos, die alle super sind, die ich auch benutze, aber die nichts nützen, wenn du die reinstellst. Die nützen keinen was. Dann setz dich hin, dann die Vordersprache und fächer das auf. Erklär sie. Erklär den Text. Dann kannst du sie reinstellen. Aber nicht 100 Videos reinstellen. Es ist eh alles super. Sogar die Magnetsuppe steht was Schönes drauf, wie ich das immer sage. Wenn du aufhören kannst, dann lern das und dann mach es. Das ist die heiße Herdplatte. Und da gibt es Gesetze, ich mache dich zum Richter. Wer nicht hören will, muss filmen. Das bestimmt nicht Gott. Da ist ein Gesetz. Mach dir kein Bild von irgendwas da drum im Himmel oder da drunter auf der Erde. Und solange du das prägst, wirst du unbewusst dich erleben in einer Traumwelt als ein sterbliches Säugetier, das du dir ausdenkst, das eigentlich unsterblich ist, weil das ist eine Facette von dir. Und du wirst leiden und du wirst kämpfen. Wahrlich, ich sage dir, ein Jahr ist wie tausend, ein Schlaf ist wie tausend Jahre und tausend Jahre sind wie ein Tag. Das ist dieses schöne Gespiel, ich kann nachts nicht schlafen. Warum? Du fühlst dich unwohl, du willst, dass die Nacht rum ist.